willkommen zur offiziellen Eröffnung der Swissbau 2014. Alle zwei Jahre eine der größten und wichtigsten Immobilienmessen ganz Europas. Braucht nicht viel dazu zu sagen, Sie kennen die Zahlen bestens. 1300 Aussteller aus 20 Ländern, weit über 100.000 Besucherinnen und Besucher. Nur schon diese wenigen Zahlen zeigen auf, wie wichtig diese Ausstellung ist. Es freut mich, dass ich Sie durch diese offizielle Eröffnung begleiten darf. Wir haben uns entschieden, dies wie immer auf Hochdeutsch in Schriftsprache zu machen. Für mich als Walliser natürlich eine besondere Herausforderung und ich kann Ihnen versichern, dass es keine Irritationen geben wird mit irgendwelchen Untertiteln, die vielleicht komischer Natur im Nachhinein von irgendwelchen Medien besprochen werden. Also heute geht es sehr seriös zu und her. Ich darf Sie begrüßen hier im Saal. Das ist ja die klassische Art und Weise einer Begrüßung, aber dann dürfen wir natürlich auch im Internet die Leute ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen. Es gibt einen Livestream, Sie können diese Eröffnung also auch im Internet live mitverfolgen. Für einen Sportjournalisten, das können Sie mir glauben, ist Basel immer eine Reise wert, aber die Reise heute, die war eine besondere Herausforderung. Wir werden für einmal nicht über Taktik, über Trainer, über Ersatzspieler diskutieren. Nein, wir reden über Ersatzneubauten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist aktueller denn je, deshalb wurde es auch ausgewählt durch die Energiewende, soziale Aspekte oder raumplanerische Verdichtung, gewinnt diese Thematik immer mehr an Bedeutung. Sie können sich zu dieser Thematik auf hochstehende Referate freuen, im Mittelpunkt natürlich das Impulsreferat und die anschließende Podiumsdiskussion, die wir ein bisschen lebhaft gestalten wollen, in der Hoffnung, dass da doch nicht nur gleiche Meinungen vorhanden sind. Wir möchten zuerst aber natürlich, den Hüttenwart auf die Bühne bitten, also den Gastgeber sozusagen dieser wunderbaren Räumlichkeiten. Und mehr Basel geht eigentlich nicht. Ich habe das mal nachgeschaut. Basel ist ja die Nummer 1 im Fußball und in der Schweiz und auch messetechnisch Basel die absolute Nummer 1 in unserem Land. Und die Kombination Fußball und Messe stellt er dar in perfekter Art und Weise. Basel und FC Basel, er ist aufgewachsen in Kleinbasel, hat studiert in Basel, ist mittlerweile Verwaltungsrat beim FC Basel und seit über 10 Jahren CEO der Messe Schweiz hier in Basel. Passender geht es nun wirklich nicht für die Begrüßungsrede. Bitte schön, René Kamm. René, willkommen. Basel. Basel, Basel, Basel. Ja, besten Dank für die Vorschusslorbeeren. Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident von Bau und Schweiz, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier im Namen der MCH-Gruppe und der Messe Basel, auch im Namen unseres Verwaltungsratspräsidenten Dr. Fischer, der auch hier anwesend ist. Es ist für uns eine riesige Freude, diese Swissbau in den neuen Räumlichkeiten zum ersten Mal durchführen zu dürfen. Und ich habe ein sehr limitiertes Budget von 5 Minuten und ich will Ihnen einen Film zeigen, der 4 Minuten dauert. Sie werden mich also ganz kurz nur hören. Und ich möchte diese Zeit nutzen, einerseits allen zu danken, die an dem Ersatzneubau, den Sie gleich im Film sehen werden, mitpartizipiert haben. Und ich kann Ihnen sagen, es war ein Paradebeispiel einer exzellenten baulichen Leistung, sowohl planerisch wie in der Umsetzung. Über 200 Firmen waren involviert. Das Projekt wurde innerhalb eines extrem engen Zeitrahmens realisiert. Wir haben auf den Tag genau, konnten wir das Gebäude in Betrieb nehmen und wir sind innerhalb des Budgets geblieben. Also man kann sagen, hier hat die Baubranche ein exzellentes Beispiel abgeliefert, wie es funktionieren sollte. Und wir sind sehr stolz auf diesen Bau und wir sind sehr stolz, dass die Swissbau, die ja in der letzten Ausführung noch auf der Baustelle stattgefunden hat, jetzt in diesem Ersatzneubau stattfindet. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch allen herzlich danken, die zum Gelingen der Swissbau, der diesjährigen, ihren Beitrag leisten und geleistet haben. Allen voran Rudi Pfander mit seinem Team, der einen hervorragenden Job leistet. In diesem Sinne möchte ich Sie nun um 4 Minuten Konzentration für den Film bitten und möchte Ihnen jetzt schon eine erfolgreiche Swissbau wünschen. Ganz herzlichen Dank.
Wir haben das erste Mal dürfen für die Messe bauen. Das ist immer schön, einen neuen Bauherr zu haben. Die Grösse von dem Haus, das ist eindrücklich, imposant, noch nie da gewesen. Bauleistung pro Tag 1 Million verbauen und da über eine lange Zeit. Die Erleichterung, dass das klappt hat, dass der Termin eingehalten ist, dass die Kosten eingehalten sind, das ist mal für mich absolut im Vordergrund. Und danach aber noch eine riesige Freude, dass das besser rausgekommen ist, als man es überhaupt je hätte vorstellen können. Die wirkt eigentlich recht leicht, obwohl es ein Wahnsinnsvolumen ist. Und das ist nicht der Verdienst der Architekten. Da sieht man, dass die meisten vom Fach am Werk sind. Optisch für mich natürlich ein Highlight die City Lounge mit einer Öffnung zum Himmel. Die drei Geschosse die sind als Körper zueinander verschoben, dass sie einzeln in Erscheinung treten und dass es nicht eine gerade dominierende Fassade gibt auf die ganze Gebäudehöhe. Zudem haben wir die Fassadenflächen von den einzelnen Baukörpern gewunden, dass nicht alles in einer vertikalen Ansicht ist, sondern dass sie zum Teil zum Betrachter hingibt oder zum Teil zum Himmel. Das macht die Fassade leichter, das macht sie beweglicher, das macht sie irgendwie auch spielerischer. Dankeschön, René Kamp, für diese feinen Begrüßungsworte und es ist noch nie jemand kritisiert worden, er sei zu kurz gewesen bei seiner Ansprache. Dankeschön für diesen Film, der uns einen schönen Einblick gegeben hat in dieses Gebäude. Man spürt auch den Stolz der Basler, den man, wenn man mit Baslern zu tun hat, immer wieder spürt, sei es hier oder auch in meinem Fall speziell beim Fußball. Vielen Dank, René. Und natürlich darf bei der Begrüßung auch der Präsident von Bauen Schweiz nicht fehlen. Als Nationalrat wird er uns natürlich ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die auch politischer Natur sind. Seit 2007 sitzt er in diesem Nationalrat, seit 2010 ist er Präsident von Bauen Schweiz. Wir freuen uns auf die Begrüßungsworte von Hans Killer. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrte Behördenvertreterinnen und Vertreter aus Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden, sehr geehrter Herr Direktor Steinmann, sehr geehrte Frau Zimmerli, sehr geehrter Herr Salzgeber, sehr geehrter Herr Kamm, sehr geehrter Herr Nationalrat von Grafenried, sehr geehrte Herren der Podiumsdiskussion, liebe Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Bauwirtschaft, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen von Bauen Schweiz zur Eröffnung der Swissbau 2014 begrüßen zu dürfen. Mesdames et Messieurs, chers invités de la Suisse romande, je vous souhaite une très cordiale bienvenue ici à la cérémonie d'ouverture de la Swissbau 2014. Nous apprécions beaucoup votre intérêt et vous remercions d'avoir fait le voyage à Bâle. Mir ist es eine Ehre, den Start der Swissbau, welche von heute bis Samstag, 25. Januar, ihre Tore geöffnet hat, jetzt mit Ihnen feiern zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass heute auch der höchste Schweizer Nationalratspräsident Rudi Lustenberger, welcher als Zentralpräsident des Schreinermeisterverbandes auch zu unseren eigenen Reihen gehört, heute bei dieser Eröffnung mit dabei ist. Die Swissbau stellt seit Jahren den wohl wichtigsten Treffpunkt für die Profis unserer Branche
dar und die Swissbau bringt nicht nur Anbieter und Nachfrager zusammen, sondern sie sendet auch nach außen ein wichtiges Signal. Mit einer solchen Messe lässt sich der Stellenwert unserer Branche, deren Innovationsfähigkeit, aber auch deren Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft äußerst gut vor Augen führen. Dass wir auch von außen als bedeutungsvolle Branche wahrgenommen werden, ist nicht zuletzt innerhalb der Politik nötig, ich würde sagen nötiger denn je. Denn die sich in der Pipeline befindende Gesetzesrevision und Vorstöße, welche auch unsere tägliche Arbeit beeinträchtigen, sind zahlreich. Ein Beispiel hierzu stellt das Kartellgesetz dar, dessen beabsichtigte und sich derzeit in der parlamentarischen Beratung befindende Revision enthält Aspekte, die eine echte Gefahr für unsere Branche bedeuten würden. So ist das beabsichtigte Teilkartellverbot höchst problematisch, damit geraten sämtliche Absprachen unter Generalverdacht. Absprachen sind aber nicht unisono schlecht und schädlich für den Markt, sondern sie können sogar erwünscht sein, wenn sie beispielsweise eine Vertriebskette von der Produktion über Absatz bis Service sicherstellen. Die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Beweislastumkehr im Zusammenhang mit Rechtfertigungsmöglichkeiten verschlechtert die Situation weiter, weil damit die Unternehmer beweisen müssen, dass ihre Absprache unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt ist. Der Nachweis, dass die Abreden im Einzelfall gerechtfertigt sind, würde einen enormen Aufwand bedeuten und könnte sich namentlich für KMU in vielen Fällen als gar unmöglich erweisen. Für die Bauwirtschaft kommt ein ganz wesentlicher weiterer Faktor hinzu. Die in unserer Branche weit verbreitete Arbeitsgemeinschaft ARGE würde durch ein Teilkartellverbot massiv unter Druck geraten, weil sie vermutlich bald einmal als Absprachen gelten dürften. Diese Form von Zusammenarbeit ist aber für die Baubranche zentral. Ohne ARGEs, also Arbeitsgemeinschaften oder Konsortien, ist die Durchführung vieler Bauprojekte und vor allem der größeren Vorhaben für kleinere und mittlere gleichgelagerte Unternehmen schlicht undenkbar. Unproblematisch soll laut Bundesrat sein, wenn es sich bei ARGEs um Firmen unterschiedlichen Sparten handelt oder wenn erst durch das Zusammengehen der Firmen die Möglichkeit geschaffen wird, ein Angebot einzureichen. Dass aber ARGEs nur in diesen Fällen unproblematisch sein sollen, reicht bei weitem nicht. Denn es werden in der Praxis aus verschiedenen Gründen Arbeitsgemeinschaften gebildet, die mit unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen nichts zu tun haben. So bilden Unternehmen beispielsweise im Vorfeld einer Ausschreibung eine ARGE, welche sich in der konkreten Submission bessere Chancen auf den Zuschlag ausrechnen. Sie erhoffen sich bei den Zuschlagskriterien wie zum Beispiel Schlüsselpersonen oder Referenzen mehr Punkte, wenn sie ein gemeinsames Angebot einlegen, oder es werden Arbeitsgemeinschaften gebildet, um die Kapazitätsplanung zu erleichtern. Bau- und Ingenieurunternehmen müssen sich oftmals gleichzeitig an zahlreichen Ausschreibungen beteiligen. Erhält ein Unternehmer unerwarteterweise bei mehreren Ausschreibungen den Zuschlag, fehlt es ihm an Kapazitäten, um mehrere Projekte gleichzeitig ausführen zu können. Auch hier stellt die ARGE die Lösung des Problems dar. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Möglichkeit der ARGEs bilden zu können, sind die Bauwirtschaft von vitaler Bedeutung. Wird diese Möglichkeit eingeschränkt, so ist Arbeitsweise und Tätigkeit in unserer Branche grundlegend infrage gestellt. Unsere Branche muss es deshalb gelingen, in der Öffentlichkeit darzulegen, wie sie funktioniert, damit die Politik nicht Vorgaben erlässt, welche eine effiziente und sinnvolle Arbeitsweise erschweren oder verunmöglichen. Dies gilt nicht nur
hinsichtlich Arges, sondern auch für zahlreiche andere Themen. Lassen Sie mich zurück auf die Swissbau kommen und die heutige Eröffnungszeremonie. Um der Öffentlichkeit, den politischen Entscheidungsträgern einen besseren Eindruck in die Herausforderung und das Funktionieren unserer Branche zu geben, hierzu bietet die Swissbau und die heutige Veranstaltung eine äußerst gute Gelegenheit. Ich freue mich nun sehr auf die Referate und Diskussionen rund um das für die Bauwirtschaft wichtige Thema, das zukunftsträchtige Thema, wie wir gehört haben, Ersatzneubau und Energie, bei welchem die Bauwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Energieverbrauchsreduktion leisten kann. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Killer. Wir werden Sie dann ganz zum Schluss noch einmal hören. Ich darf Ihnen, bevor wir weitermachen, kurz zeigen, wie der Ablauf geplant ist. Und zwar werden wir über die Energie sprechen, also Energiestrategie 2050, Chancen und Herausforderungen für die Bauwirtschaft. Da wird Dr. Walter Steinmann zu uns sprechen, Direktor Bundesamt für Energie. Wir haben das interessante Impulsreferat von Joel Zimmerli, Zukunftsraum Ersatzneubau. Das wird uns dann die Grundlage geben für die Diskussion, die hier oben dann mit verschiedenen Persönlichkeiten geführt wird, und wir freuen uns dann auf Alec von Grafenried, den Nationalrat, der uns dann auch ein Fazit ziehen wird, was bleibt zu tun nach den Voten, die wir gehört haben hier bei der Eröffnung. Ich habe nun die Ehre, wie es Herr Killer schon angesprochen hat, den Nationalratspräsidenten anzukündigen. Es ist eine besondere Freude, dass er da ist. Er passt seiner Herkunft wegen wunderbar zu dieser Swissbau, und er hat ja vor langer, langer Zeit seine erste Lehre gemacht als Schreiner. Und bei seiner Antrittsrede jetzt als Nationalratspräsident hat er gesagt, er sei jetzt noch einmal 2 Jahre in die Lehre gegangen. Zuerst bei Hans-Jürg Walter und dann bei Maya Graf, und das hat ihn jetzt bereit gemacht. Er sei bestens gerüstet für das Amt des Premier Citoyen, wie er es formuliert hat in dieser Ansprache. Sehr geehrter Herr Lustenberger, die Lehre ist vorbei, jetzt gilt es ernst. Bitte schön, Nationalratspräsident Rudi Lustenberger. Ja, ja, was für die duale Berufsbildung in der Schweiz gut ist, das kann für das Parlament nicht schlecht sein. Deshalb habe ich das so mit Überzeugung gesagt. Und Lehrlinge, meine Damen und Herren, das sind wir alle, Zeit unseres Lebens. Und wenn wir diese Philosophie für uns pachten, dann trägt das dazu bei, dass wir in unserem Leben nicht abheben, sondern die Bodenhaftung bewahren. Sehr geehrter Herr Präsident Hans Killer, sehr geehrte Gastgeber von Messe Schweiz, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich heute hier vor Ihnen sprechen darf, dann hat das mehrere Gründe. Selbstverständlich in erster Linie darf ich die Grüße des eidgenössischen Parlaments hier überbringen und daran erinnern, gerne daran erinnern, dass die Bauwirtschaft einen wesentlichen Teil der Schweizer Volkswirtschaft darstellt. Sie trägt mehr als 5% zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei, und die Bauinvestitionen machen in unserem Land fast 10% des BIP aus. Aufgrund dieser Zahlen darf ich auch das diesbezügliche Engagement von Ihnen, Unternehmungen, von Unternehmerinnen und Unternehmern ganz herzlich einmal aus der Sicht der Politik verdanken. Und auf der Agenda der eidgenössischen Politik waren in jüngster Zeit ja auch verschiedene umstrittene Geschäfte, welche einen direkten Einfluss auf die Bauwirtschaft, auf ihre Unternehmungen hatten und noch haben werden. Herr Präsident Hans Killer hat es angefügt, das Kartellgesetz. Aber wir hatten auch die Zweitwohnungsinitiative umzusetzen. Wir hatten die Revision des Raumplanungsgesetzes, die Solidarhaftung, die Energiestrategie 2015, um nur ein paar davon zu erwähnen.
Der zweite Grund, weshalb ich heute gern bei Ihnen bin, als Zentralpräsident des VSSM und somit auch Mitglied der Stammgruppe Ausbaugewerbe bei Bauen Schweiz und als Vorstandsmitglied des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Hier beschäftigen wir uns auf verschiedenen Ebenen der Verbände direkt mit der Bauwirtschaft. Und ich habe festgestellt, dass im gleichen Jahr, als die Swissbau zum ersten Mal eröffnet wurde, 1974, ich damals als 24-jähriger Jungunternehmer meine Sporen abverdiente im ersten Jahr als Schreinermeister und Unternehmer. Und drittens, als langjähriges Mitglied der Kommission Umwelt, Raumplanung und Energie, also der UREC des Nationalrates, die momentan von Hans Killer präsidiert wird, da habe ich die politischen Diskussionen in all diesen Themen auch nahe mitbekommen. Ich kenne somit auch die Zusammenhänge der Wechselwirkung von Energie- und Umweltpolitik zur Bauwirtschaft und der gesamten Volkswirtschaft. Und dazu möchte ich mich nun kurz äußern. Meine Damen und Herren, die Zeiten, als man Umwelt-, Energie- und Wirtschaftspolitik je gesondert diskutiert und thematisiert hat, die sind wohl, und ich sage glücklicherweise, vorbei. Denn man hat erkannt, dass nicht nur die Energiewirtschaft und die Ökologie, sondern auch mit ihr die gesamte Volkswirtschaft als drei Partner, sozusagen als politische Drillinge fungieren, weil sie einander bedingen und vor allem alle drei können gegenseitig dem anderen etwas Gutes tun. Solche Mechanismen, die erklärt man am besten mit einem Beispiel. Ich versuche das mit dem nationalen Gebäudeprogramm zu erläutern, welches bekanntlich von der Teilzweckbindung der CO2-Abgabe alimentiert wird. Ich habe übrigens sehr erfreut festgestellt, dass Robert Keller auch hier ist. Er ist auch einer der Väter dieses Gebäudeprogramms. Zurück. Um die Vorgaben des Kyoto-Protokolls zu erfüllen, hat die Eidgenossenschaft eine CO2-Lenkungsabgabe auf die fossilen Brennstoffe eingefügt, mit dem Ziel, dass dadurch der Verbrauch von Erdöl und Erdgas und damit auch der Ausstoß von CO2 vermindert wird. Und damit das Lenkungsziel rascher erreicht wird, hat der Gesetzgeber 2009 beschlossen, einen Drittel dieser Abgabe, das sind ungefähr 180 Millionen Franken pro Jahr, für eben dieses nationale Gebäudeprogramm zur Verfügung zu stellen. Und die Kantone haben sich bereit erklärt, auch noch etwa 100 Millionen pro Jahr dazu beizutragen. Und diese Maßnahme hat sehr fest dazu beigetragen, auch die gesamte Binnenwirtschaft zu stärken. Anstatt sich über Gebühr im internationalen Zertifikatshandel zu engagieren, setzen wir das Geld besser im Inland ein, um unseren Gebäudepark energetisch zu sanieren. Und diese Maßnahme, die hat eigentlich eine vierfache positive Wirkung. Erstens, der Verbrauch von fossilen Brennstoffen und damit der CO2-Ausstoß werden reduziert. Zweitens, unsere Handelsbilanz wird verbessert, weil wir weniger Brennstoffe importieren müssen. Drittens, dadurch wird auch die Auslandabhängigkeit in der Ressourcenbeschaffung kleiner. Und viertens, die resultierten Aufträge über diese Teilzweckbindung für die Binnenwirtschaft, die bringen einen nicht zu unterschätzenden volkswirtschaftlichen Nutzen in Form von Arbeit und Wertschöpfung. Und sie bringen schließlich auch wieder ordentliche Einnahmen für die öffentlichen Haushalte über direkte und indirekte Steuern. Und dieses nationale Gebäudeprogramm, das wissen Sie, das wurde am Anfang ein Opfer des eigenen Erfolges. Es wurden viel mehr Gesuche eingereicht, als Mittel zur Verfügung standen. Und deshalb mussten die Bedingungen zum Leidwesen der renovationswilligen Hauseigentümer bereits nach 15 Monaten erstmal korrigiert werden. Und darauf hat die Politik reagiert. Seit dem 1. Januar dieses Jahres beträgt die Abgabe 60 statt 36 Franken pro Tonne CO2. Und damit stehen dem Gebäudeprogramm nun jährlich rund 260 Millionen Franken zur Verfügung. Im Rahmen der Energiestrategie 2050 will man das so beibehalten. Ich fasse zusammen.
Ich stelle fest, dass weite Teile der Bauwirtschaft eine fortschrittliche Politik und einen fortschrittlichen Umgang in Sachen Umwelt und Energie betreiben. Und dabei lassen sie sich eher von ökologischen und volkswirtschaftlichen Argumenten leiten. Das ist gut so. Es ist offensichtlich, dass man sich langsam von der ausschließlich ordnungspolitischen Argumentation, welche auf die reine und ich sage leicht antiquierte Finanzlehre setzt, da verabschiedet man sich. Und damit wissen sich all jene, die diesen Wechsel schon seit geraumer Zeit postulieren, das wage ich zu sagen, vermutlich auch gut abgestützt in breiten Teilen der Bevölkerung. Denn diese ist sensibler geworden in Themen Umweltschutz und Energie. Und damit wären wir wieder bei diesen politischen Drillingen von Umwelt, Energie und Volkswirtschaft, die, wenn man es richtig macht, jede dem anderen etwas Gutes tun kann. Gerade die Swissbau ist ein ausgezeichnetes Podium, eine ausgezeichnete Plattform, um eben diese Zusammenhänge zwischen Umwelt, Energie und Volkswirtschaft aufzuzeigen und auch an die Basis zu transportieren. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich den Organisatoren und Ausstellern eine erfolgreiche Messe. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Im Zeitplan. Alles wunderbar. Alles wunderbar im Zeitplan. Funktioniert hervorragend. Vielen Dank, Herr Lustenberger, für diese Grußbotschaft aus Bern mit einer Message dahinter, die wir aufnehmen wollen. Er hat es angesprochen, Herr Lustenberger, die Energiepolitik spielt für die Bauwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten eine wesentliche Rolle. Wie sehen diese Chancen und Herausforderungen aus für die Bauwirtschaft im Hintergrund mit der Energiestrategie 2050? Darüber wollen wir nun etwas erfahren. Es referiert ein kompetenter Mann darüber, Dr. Walter Steinmann, seines Zeichen Direktor Bundesamt für Energie. Bitte schön, Herr Steinmann. Besten Dank, Herr Nationalratspräsident, lieber Rudi, Herr UREC-Präsident, lieber Hans, meine Herren Nationalräte, meine Damen und Herren aus der Bauwirtschaft und Politikerinnen und Politiker, die sich für diese Themen interessieren. Die Swissbau hat sich, wie es Rudi Lustenberger gesagt hat, wahnsinnig verändert. 1974, 1977, da gingen die Baumeister im Januar nach Basel. Es war ein Winterbetriebsausflug, der hier stattfand und dann gleich relativ bald hier ins Quartier daneben ging für den gemütlichen zweiten Teil. Heute ist es eine Leitmesse, eine Technologiemesse, wo man sieht effektiv, was auf uns zukommen könnte. Und dieser Anlass hier zeigt, dass wir einiges zu tun haben. Sie sehen, worum es geht. Hier sehen Sie, dass wir in der Schweiz halt relativ viel Energie verbrauchen im Gebäudesektor. Beginnend mit der Raumwärme mit 33%, dann Warmwasser 5%, dann Beleuchtung 3% und dann auch Klima, Lüftung etc. Von dem her mit über 40% am gesamten Energieverbrauch sind die Gebäude für uns ganz klar im Fokus der Energiestrategie. Und natürlich streitet man bei der Energiestrategie selbstverständlich zuerst einmal den heiligen Krieg dieser Region. Atom, ja oder nein. Aber eigentlich sind die Themen, die wir in der Energiestrategie jetzt aufzeigen, viel mehr im Zentrum. Die Energiestrategie 2050, die will mehr Energieeffizienz. Ein Thema für die Bauwirtschaft. Die will mehr tun, auch auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Weil wir meinen, dass wir hier effektiv Potenziale haben. Und als drittes, was wir auch sehen, wir müssen smarter werden. Wir müssen Smart Metering, Smart Grid haben und wir müssen die Bauwirtschaft mit der Stromwirtschaft zusammenbringen, damit sich hier etwas Neues entwickelt. Weiter werden wir ganz klar nicht herumkommen, mehr zu investieren in die Energieforschung. Wir werden aber auch daneben vom Bund her eine Vorbildfunktion im Gebäudesektor wahrnehmen. Und am Schluss, das Ganze muss auch international abgestimmt sein. Die Schweiz ist
hier energetisch keine Insel. Was machen wir? Wir sind glücklich, dass die Kantone mitziehen. Sie werden eine neue MUKEN jetzt in den nächsten Jahren realisieren. Damit wollen wir, wie es Herr Schilliger bereits hat, nämlich ab 2020 mehr Plus-Energiegebäude haben. Das heißt, Gebäude, die mehr Energie produzieren, als sie brauchen. Das heißt, nicht nur Wärme, sondern auch entsprechend beim Strom einen aktiven Beitrag machen. Das Zweite für uns ist auch wichtig. Es geht darum, dass wir in die erneuerbare Wärme reinkommen. Von dem her wollen wir ein Verbot für Elektroheizungen. Und wir wollen auch ganz klar, dass das verbindlicher wird. Die Umsetzung der bisherigen MUKEN ist von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich. Wir erwarten, dass ein Konkordat hier einen Gleichstand bringt. Das zweite Element wurde von Rudi Lustenberger bereits bestens eingeführt, das Gebäudeprogramm. Wir sagen nur, Rudi, wir möchten noch mehr tun. Das heißt, wenn wir das realisiert haben mit der Energiestrategie, haben wir hoffentlich zusammen mit den Kantonen über 500 Millionen Franken pro Jahr für den Gebäudebereich. Und wir wollen den Kantonen möglichst Globalbeiträge geben, damit sie dort die Mittel einsetzen können, wo es für sie am besten ist. Und ich komme zum nächsten, die Förderung der Erneuerbaren. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt hingehen bei der Wärme Richtung Erneuerbare, bei Sanierungen, dann geht das Geld aus dem Gebäudeprogramm. Und das Zweite, wir wollen, dass bei den kleinen Einfamilienhäusern mehr und mehr Photovoltaikanlagen aufs Dach kommen. Von dem her, dank dem Nationalrat, dank dem Ständerat, ab 01.01.2014 gibt es einen einmaligen Investitionsbeitrag für kleine Photovoltaikanlagen bis 10 Kilowatt, aber Sie können den selber produzierten Strom gleich im eigenen Haushalt nutzen und von dem her haben Sie eine kleinere Rechnung von Ihrem EW. Das nächste, ich habe es gesagt, wir müssen smarter werden. Bisher war hier die Bauwirtschaft und hier die Elektrowirtschaft, das müssen wir zusammenbringen. Smart Home, Smart Grid, das ist das Thema. Sie sehen einige hier Anwendungen gleich hier in der Zone daneben, wo man aufzeigt, wie ein Smart Home, wie das dann mittelfristig miteinander zusammenkommt. Und das Nächste, ich bin glücklich, im letzten Jahr haben die eidgenössischen Räte über 200 Millionen Franken gesprochen für mehr Energieforschung. Wir sind daran, 7 Kompetenzzentren für einzelne Bereiche der Energieforschung, Effizienz, Netz etc. zu realisieren. Und daneben haben wir bereits einen Leuchtturm wie dieses Projekt Nest, wo man an der EMPA neue Technologien testen kann, neue Erfahrungen sammeln kann, bevor das in die Praxis raus zu Ihnen geht. Daneben sagen wir, der Bund soll Vorbild sein. Oben links sehen Sie das Gebäude des BFE, das war noch nicht ganz energiekompatibel. Da hatten wir noch Schwierigkeiten. Inzwischen hat das zuständige Bundesamt, BBL, gesagt, wir werden besser und besser. Minergie ist Pflicht, wir wollen aber vorangehen. Und Sie sehen hier einzelne Gebäude, die in den letzten Jahren realisiert wurden, insbesondere im ETH-Bereich. Und ich meine, es ist auch etwas, was wir zeigen können. Unten rechts ist unsere Botschaft in Washington. Und wir meinen, dass wir eigentlich auch hier gehen könnten zur Green Embassy, zur grünen Botschaft. Das soll aufzeigen in der Welt, wie weit wir sind. Und wir sind beinahe Weltmeister. Ich kann Ihnen sagen, gestern Abend hat in Abu Dhabi die Firma ABB den großen Preis erhalten, Scheich Zayed-Preis, weil sie so gut sind, international die Besten bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Von dem her haben wir einiges aufgegleist, es bleibt aber viel zu tun. Zum Teil müssen wir uns abwenden von unseren bisherigen Überlegungen, alten Denkmustern. Es kommt Neues. Es kommt Neues in der Technologie, es kommt Neues von den Märkten her und es kommt Neues von der Politik. Ich zeige Ihnen einzelne Herausforderungen, die wir mit Ihnen diskutieren wollen. Es sind nicht Dinge, die wir sagen, da müsst ihr etwas tun, sondern es braucht die Gesetzgebung auf Stufe Bund, Kanton. Es braucht die Branche, die mitdiskutiert, haben wir die richtigen Ziele für die nächsten Jahre? Es muss umgesetzt werden. Von dem her, Sie sehen hier, wie der Gebäudebestand eigentumsmäßig vorhanden ist. Das schöne Bildchen vom Einfamilienhaus ist eben nicht mehr im Zentrum.
Es wird bei uns mehr und mehr darum gehen, dass die neuen Gebäude von Investoren, von Pensionskassen etc. gebaut werden. Die haben andere Bedürfnisse. Und wir haben daneben, Sie sehen es, eine Eigentumsquote von 40% und das andere sind Mieter. Und die dürfen auch bei der Energiewende nicht zu kurz kommen, indem sie sicher nicht die Zeche bezahlen müssen. Von dem her die Herausforderung 1, sie wurde bereits von Rudi Lustenberger klar thematisiert, ist die Raumplanung. Wir sehen, dass es Verdichtungsräume gibt, oder? Die Zentren, die Agglomeration, Zürich, Basel, Genf etc., die brauchen vielleicht zum Teil andere Vorgaben, andere Bestimmungen in den Gesetzen als das Savienthal. Und auch, wollen wir klar sagen, bei den Subventionierungen. In den Zentren wird gebaut und es rentiert sich. Im Savienthal wird es schwierig, dass wir hier überhaupt Sanierungen durchführen können. Die regionale Wirtschaft wird hier entsprechend nicht stark Impuls erhalten. Von dem her müssen wir uns überlegen, bezüglich Vorgaben für verdichtetes Bauen, aber auch, wie bereits einige Male erklärt, bezüglich Ersatzneubau, was kann hier, was muss hier die Politik tun, was kann auf Stufe Bund geregelt werden, wie sollen sich die Kantone hier einbringen. Die zweite Herausforderung, ich habe es gesagt, bisher waren wir in unseren Überlegungen klar ausgerichtet, primär auf die kleinen Einfamilienhäuser, haben versucht, diesen Gebäudebestand zu sanieren. Aber jetzt glauben wir, dass wir mehr und mehr auch die größten Gebäudekörper anschauen müssen bei der Sanierung, beim Gebäude, beim Neubau und schauen müssen, was wir hier spezifisch tun können. Doris Leuthard hat noch als Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements etwas Kluges getan, indem sie bestimmt hat, in einer Verordnung, dass Investitionen in die Energiesanierung auf die Miete aufgeschlagen werden können, weil gleichzeitig die Nebenkosten reduziert werden. Die dritte Herausforderung für uns ist ganz klar das Stockwerkeigentum. Hier haben wir vermutlich noch nicht die richtigen Regelungen, damit auch hier genügend saniert und erneuert wird. Da müssen wir uns überlegen, welche speziellen Bestimmungen braucht es. Das vierte, ich habe schon gesagt, wir müssen auch ein wenig vom Denkmuster wegkommen. Und bei einem Teil der Branche, wie auch bei den Kantonen, bei Bund, hatten wir primär eigentlich das Dogma, Isolation ist alles und den Rest werden wir dann noch irgendwie bezüglich Wärme etc. hinkriegen. Ich meine, es ist einiges im Fluss und wir müssen bei jedem entsprechenden Franken, den wir ausgeben, überlegen, geben wir den besser in der Wärmeisolation aus oder mit einer besseren Gebäudesteuerung, bei einer besseren Heizung etc. Von dem her bin ich froh, dass beim Gebäudeprogramm in Zukunft der GEAG Plus eine Voraussetzung ist, weil wir wissen müssen, dass hier ein neues Gleichgewicht zwischen Isolation, Wärmeproduktion auch entsprechend Sinn macht. Die fünfte Herausforderung für uns ist, wir haben etwas einen Labelsalat. Und von dem her bin ich froh, wenn dieser Salat einmal in den nächsten Monaten und Jahren gegessen wird und wir klar sagen, wir entscheiden uns für das, weil sonst werden wir in wenigen Jahren von einzelnen ausländischen Labels dann plötzlich auch entsprechend dominiert. Und das Zweite, Labels sind das eine, aber uns interessiert das Benutzerverhalten. Und von dem her erwarten wir von der Immobilienbranche, dass sie halt auch ein wenig die Mieterinnen und Mieter motivieren, das Verhalten eigenermaßen energieeffizient dann zu entwickeln. Ich wohne selber in einer Mietwohnung, es ist minergiekonform, aber die Mieter wurden nie informiert, was es heißt, eine Komfortlüftung zu haben, dass man dann entsprechend sich anders verhalten könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren mit einigen Immobiliengesellschaften Tests machen, wie lässt sich hier der Mieter, die Mieterin motivieren. Und daneben gibt es eigentlich viel zu tun für die, die das Ganze, den ganzen Betrieb und Unterhalt begleiten. Wir haben bei uns, bei der Energiestrategie, den Begriff Energieinspektion geprägt. Und sofort kamen die Politiker und gesagt, noch mehr Beamte. Nein, wir wollen keine Beamten.
Der Energieinspektor, das ist die neue Aufgabe für die EWs. Das sind Energiedienstleister, die schauen alle 5 Jahre, ist alles richtig eingestellt, sollte man etwas erneuern etc. Und von dem her rede ich nicht mehr primär vom Herrn Inspektor mit dem Bundesschild, sondern vom Energiecoach. Der als Ingenieur, der als Mann von der EVU, den Mieter, die Mieterin, den Immobilienbesitzer begleitet und schaut, dass das alles in die richtige Richtung geht, dass das richtig eingestellt ist. Das Nächste, es ist für uns klar, wir wollen auch neue Finanzierungsmodelle. Sie sehen hier ein deutsches Beispiel, die Pinakothek, der Moderne, wo man ganz klar die Energiekosten um 50% reduzieren konnte, aber der Staat hatte kein Geld. Von dem her hat man ein entsprechendes Modell gewählt, wo man aus den bisherigen Energiekosten einen Teil zurückbehalten hat, um die Investition, die ein Dritt getragen hat, entsprechend rückzufinanzieren. Das sind neue Modelle und ich meine, derartige Modelle braucht auch unser Land. Es gibt erste Fonds, die sich in diesem Bereich ebenfalls platzieren. Das Nächste, wir brauchen ganz klar mehr an Weiterbildung. Ich bin froh, dass in wenigen Monaten an der ETH Zürich bereits ein neuer Masterstudiengang startet mit Integrated Building Systems, das heißt Gebäudeintegration, das Zusammenspiel vom Baukörper und dem Innenleben, das wird nun zu einem Masterthema und von dem her wird es bald auch in der Branche sein. Und daneben glauben wir klar, wir müssen die Dinge, die in der Forschung und Entwicklung dann vorangetrieben werden, bei Ihnen draußen im Markt dann auch umsetzen. Von dem her freue ich mich, dass Sie hier mitmachen. Das Letzte, wir haben verschiedene Studien, wir haben verschiedene Umfragen und viele Leute sagen, wenn die Techniker uns sagen, diese Energiestrategie 2050, das ist möglich, dann vertrauen wir ihnen. Also erwarten wir von ihnen, dass sie nicht nur in Umfragen gegenüber ihren Verbänden sagen, das ist etwas Gutes, sondern dass sie vorangehen mit Beispielen und aufzeigen, was hier alles möglich ist, um Energieeffizienz und Erneuerbare draußen im Gebäudesektor Realität werden zu lassen. Wir brauchen Pionierinnen und Pioniere. Wir brauchen Leute, die etwas Mut haben. Von dem her freue ich mich, dass Sie mit Ihren konkreten Beiträgen mithelfen, dass die Energiestrategie 2050 in der Schweiz zum Fliegen kommt. Ich komme zum Schluss. Swissbau ist ein Messplatz. Messen, da zeigt man Produkte. Messen heißt aber auch Austausch. Austausch von Innovationsideen, Austausch von Möglichkeiten, einen neuen Weg zu gehen. Wir haben von Energie Schweiz her auch einige entsprechende Module hier an der Swissbau, die wir zeigen. Und ich freue mich, wenn Sie diese Messe als Forum nutzen, damit wir weiter vorankommen, technologisch und auch auf dem Markt in der Energiewende, im Gebäudesektor. Wir zählen auf Sie. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Steinmann, für die engagierten Voten. Das nehme ich gerne zurück, damit wir das unserer nächsten Referentin überlassen können. Wir werden dann sicherlich einige Punkte betreffend der Energiepolitik in die Diskussion einfließen lassen. Wir wollen uns jetzt aber dem Impulsreferat zum heutigen Thema zuwenden, zum Thema der diesjährigen Eröffnungsveranstaltung. Sie konnten es der Einladung entnehmen. Es heißt Ersatzneubau, gibt es Alternativen? Mit dieser Thematik wird sich jetzt vor der Podiumsdiskussion Joel Zimmerli auseinandersetzen. Sie ist Inhaberin des Büro Zimraum, Raum und Gesellschaft. Ihre Ausführungen tragen den Übertitel Zukunftsraum, Ersatzneubau. Bitte schön, Joel Zimmerli. Der Ersatzneubau ist der Zukunftsraum von morgen, weil er die Antwort auf die Zersiedlung von gestern ist. Anstatt das Wachstum weiter in die Breite fortzusetzen und für noch längere Wege zu sorgen, wird er dort gebaut, wo bereits Infrastrukturen, öffentlicher Verkehr, Quartierleben und Arbeitsplätze sind. Er ist also eine gute Möglichkeit, Nutzungen auf Grundstücken zu verdichten, die sich bereits im Siedlungsgebiet an gut erschlossenen zentralen Lagen befinden. So ist der Ersatzneubau ein wichtiges Instrument für die Siedlungsentwicklung nach innen. Das ist ein Anliegen, dem das Volk in den letzten Jahren mehrmals
deutlich zugestimmt hat. Allerdings stehen dem Ersatzneubau viele Interessen entgegen, gerade weil er in gebautes Gebiet, gebautes und gelebtes Gebiet zu stehen kommt. Diese Interessen haben manchmal ihre Berechtigung, manchmal gründen sie auf einer prinzipiellen Haltung gegen den Ersatzneubau und manchmal kommt der Widerstand auch aus Angst oder Widerwille vor Veränderungen. Der Widerstand kommt vom Nachbarn, von einem Mieter aus einem Altbau, der abgerissen wird, aus der Denkmalpflege oder auch von Stadtplanern, die sich um das Ortsbild und die städtebauliche Ordnung sorgen. Allerdings zeigt die Realität auch, dass wir uns in der Schweiz eine eher geringe Einwohnerdichte leisten, das insbesondere an den guten Lagen. So deckt eine Studie der Credit Suisse auf, dass sich 90% aller Wohnungen in der Schweiz im Erdgeschoss oder auf den ersten drei Stockwerken befinden, also eher auf geringen Höhen. Selbst in der Stadt Zürich, dem Wirtschaftszentrum der Schweiz, der größten Stadt der Schweiz, sind 86% der Wohnungen auf diesen vier Geschossen. Ein internationaler Vergleich deckt zudem auf, dass Zürich diese guten Lagen, die innerstädtischen Lagen, einigen wenigen zum Wohnen überlässt. Sie sehen hier, in der Stadt Zürich wohnen durchschnittlich 43 Personen auf einer Hektare. In den innerstädtischen Quartieren, also in den Kreisen 3 und 4 im Seefeld, in der Altstadt, wohnen 60 Personen auf einer Hektare. Das sind nicht viel mehr als in einem durchschnittlichen Wohnquartier der Stadt. Wenn wir unsere Nachbarn anschauen, so sehen Sie, dass in Hamburg etwa oder in Frankfurt doppelt so viele, dreimal so viele Menschen in der Innenstadt wohnen können wie in den normalen Wohnquartieren. Ebenso in London, wo es doppelt so viele sind. Berlin und Paris sticht ganz besonders hervor, weil in Paris in der Innenstadt etwa viermal mehr Menschen leben können, wohnen können, als beispielsweise in der Zürcher Innenstadt. Und wohlgemerkt, die Arbeitsplatzdichte ist hier noch gar nicht eingerechnet. Wenn wir also in der Schweiz von einer Verdichtung von Nutzungen und Einwohnern reden, so haben wir doch noch einen Spielraum offen. Und dass der Ersatzneubau häufig auch gute Lösungen bringt, das zeigen verschiedene Beispiele. Hier sehen Sie einen Ersatzneubau, der ist nicht mehr ganz neu, der ist schon etwa 10 Jahre alt, direkt hinter dem Hauptbahnhof der Stadt Zürich, an bester Lage. Er bietet mehr Wohnungen, mehr Arbeitsflächen und mehr gastronomische Flächen als der Altbau zuvor. Die gastronomischen Flächen im Erdgeschoss, die haben an diesem Standort eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf Wirtschaftlichkeit, denn es laufen viele Leute vorbei, auf dem Nachhauseweg, auf dem Weg zur Arbeit, in das Ausgehquartier im Kreis 4. So hat dieser Ersatzneubau Chancen auf diese so oft gewünschten belebten Erdgeschosse. Der Neubau nutzt die Lage besser als der Altbau. Ein sehr anderes, komplett anderes Beispiel. Dieser Ersatzneubau befindet sich im Ortskern einer Agglomerationsgemeinde, eine kleine Gemeinde, wahrscheinlich unterscheidet sie sich nicht sehr von anderen Agglomerationsgemeinden. Er setzt hier einen Tupfer, modernisiert das Zentrum und vor allem er bietet Wohnraum mit einer neuen Wohnqualität. Die Wohnungen können hindernisfrei gebaut werden, sie sind in der Nähe des Bahnhofs, der Bushaltestelle, der Läden und ermöglichen damit auch ein autoarmen oder sogar autofreien Haushalt, ebenfalls ein wichtiges Ziel für eine nachhaltige Schweiz. Der Wohnraum bietet sich an für die sogenannten Babyboomer beispielsweise, die sich heute in der Empty-Nest-Phase befinden, das heißt, Kinder ziehen langsam aus, die Pensionierung rückt näher, das Einfamilienhaus wird leerer. Ein Teil dieser Bevölkerungsgruppe wünscht nun oder kehrt nun an bessere, zentralere Lagen zurück und findet hier eine Alternative zum Einfamilienhaus. Sie können nun hier wohnen, im Einfamilienhausquartier, im Einfamilienhaus können nun anstatt 2 Personen wieder 5 Personen eine neue Familie wohnen. Ein drittes Beispiel, das ist ein Ersatzneubau des Inselspital Berns. Dieser Ersatzneubau hat die lange notwendige Modernisierung des Spitals ermöglicht und damit auch eine Positionierung des Inselspitals in der Spitzenmedizin. Anstatt fixierter Nutzungen sind jetzt flexible Nutzungen möglich. Es können mehr Patienten
behandelt werden, also auch hier eine Nutzungsverdichtung. Gleichzeitig entspricht diese Gebäudehülle den höchsten Ansprüchen der Energieeffizienz und ein Architekt konnte sich hier ein Denkmal setzen. Der Ersatzneubau, der führt also tatsächlich zu einer Nutzungs- oder Einwohnerverdichtung. Unter den heutigen Bedingungen tut er dies allerdings noch sehr ineffizient. Weshalb? Er muss gleich zwei Veränderungen gleichzeitig bewältigen. Die eine Veränderung ist, dass wir eine wachsende Bevölkerung haben. Wieso wächst die Bevölkerung? Wir haben mehr Zuzüge aus dem Ausland, als Menschen auswandern. Wir haben wieder mehr Geburten, vor allem von Schweizerinnen in großen Städten, also mehr Kinder. Und ganz wesentlich, wir haben eine länger lebende Gesellschaft. Und für jedes Jahr, dass wir länger leben, wohnen wir auch länger. Das heißt, es werden weniger Wohnungen frei und wir brauchen mehr Wohnraum. Neben dieser Herausforderung, also mehr Wohnungen zu bieten, muss der Ersatzneubau auch größere Wohnungen bieten, denn die Ansprüche an den Wohnraum steigen. So zeigen Zahlen aus der Stadt Zürich, dass in Ersatzneubauten Personen pro Person 49 Quadratmeter Wohnfläche verbraucht wird. Im Altbestand sind es 43 Quadratmeter. Natürlich ist der Anteil der Ersatzneubauten noch relativ gering, das fällt stärker ins Gewicht. Und im Altbestand gibt es noch sehr viele Häuser mit sehr kleinen Wohnungen. Aber wiederum, der Ersatzneubau, der muss also mehr Wohnungen als vorher und eben auch größere bieten können. Das führt dann in der Realität teilweise auch zu einer Entdichtung der Bevölkerung, gerade an gut erschlossenen zentralen Lagen, weil hier das Höherbauen nicht mehr möglich ist. Ausnutzungsreserven sind erschöpft und es besteht kein Spielraum, höher zu bauen, vielleicht etwas breiter, aber eben nicht höher. Wenn dann Wohnungen größer werden, leben nachher weniger Menschen in diesem Ersatzneubau als im Altbau zuvor. Damit wird der Ersatzneubau zu einer verpassten Chance. Auf eine weitere Veränderung bietet der Ersatzneubau bisher unbefriedigende Lösungen. Sie sehen hier, wie sich die Haushalte entwickelt haben in den letzten 20 Jahren. Und zwar ist ja bekanntlich der Anteil der Einpersonenhaushalte stark gestiegen. Er pendelt sich in den letzten Jahren wieder ein, ist aber auf sehr hohem Niveau. Im gleichen Zeitraum hat beim Neuwohnungsbau der Anteil der 2,5-Zimmer-Wohnungen deutlich abgenommen. Hat sich fast halbiert. Auch dieser Anteil ist wieder etwas am Steigen, vor allem in den Städten. Aber es besteht ein sehr großer Unterschied zwischen der Anzahl an Einpersonenhaushalten und 2,5-Zimmer-Wohnungen. Das heißt, die Immobilienwirtschaft geht eigentlich schon davon aus, dass Einzelpersonen in 3-Zimmer-Wohnungen ziehen. Das kann einem Bedürfnis entsprechen, das muss es aber nicht, denn wir leben in einer sehr differenzierten Gesellschaft. Es gibt immer wie mehr ältere alleinstehende Personen, die auch von einer geringen AHV-Rente leben beispielsweise und sich keine 3,5-Zimmer-Wohnung leisten können. Andere sind gerade getrennt und müssen für Kinder und ehemalige Partner sorgen, wollen vielleicht auch eher günstiger, kleiner wohnen. Und auch viele Menschen, die einen sehr nach außen gewandten Lebensstil haben, viel Zeit unterwegs verbringen, wollen vielleicht gar nicht eine große Wohnung haben und zahlen vielleicht lieber weniger, dafür auch mit weniger Raum. Dass dies nicht nur ein Gerücht ist, sondern auch, dass die Meinungen dazu tatsächlich sehr stark auseinandergehen, das zeigt eine Bevölkerungsbefragung, die letztes Jahr im Herbst durchgeführt wurde, wo 1000 Zürcherinnen und Zürcher dazu Stellung nehmen mussten, wie sie diese Frage einschätzen. Also wollen sie lieber weiterhin in großen Wohnungen leben? Dafür muss aber auch als Konsequenz mehr und höher gebaut werden. Oder wollen Sie, dass wir künftig wieder in kleineren Wohnungen leben? Dafür muss auch nicht so viel gebaut werden. Ein Teil hat sich nicht dazu geäußert, sich keine Meinung gebildet. Und der Rest hat sich in zwei Lager gespalten, die fast gleich groß sind. Die Hälfte, die möchte weiterhin in großen Wohnungen leben, auch die Konsequenz tragen, dass wir eben mehr und höher bauen müssen. Die andere Hälfte, die findet, wir sollten uns wieder etwas einschränken und in kleineren Wohnungen leben. Daraus kann die Immobilien- und Baubranche lernen, dass sie mit den Ersatzneubauten unterschiedliche Zielgruppen bedienen soll.
weil es eben das sowohl als auch gibt. Die öffentlichen Behörden, die planenden Behörden, die können daraus lernen, dass es nicht nur eine Lösung gibt, dass wir also nicht nur auf die sogenannte Suffizienz setzen können und davon ausgehen können, es muss wieder weniger sein, sondern dass es eben wirklich auch einen Teil der Bevölkerung gibt, der mehr will und dafür auch die Konsequenzen tragen will. Sicher ist, wenn der Ersatzneubau auf Akzeptanz stoßen soll, so muss er Wohnraum für sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen bieten. Und dazu gibt es eigentlich zwei Faustregeln, denen man folgen kann. Ersatzneubauten sollen zumindest in der Summe an sehr zentralen, gut erschlossenen Lagen, innerstädtischen Lagen, Wohnraum für sehr unterschiedliche Bedürfnisse bieten. Denn hier wird erwartet, dass man auch eine sehr unterschiedliche Nachbarschaft hat. Viele unterschiedliche Menschen wollen an guten, zentralen Lagen, städtischen Lagen wohnen. In den Wohnquartieren, die dominiert sind vom Wohnen, ist es etwas anders. Hier soll sich das Wohnungsangebot in Ersatzneubauten eher am sozialen Umfeld orientieren, an den sozialen Gruppen, die bereits da wohnen und ähnliche Wohnqualitäten bieten, weil hier die sozialen Gefüge schneller aus dem Gleichgewicht gebracht werden und ähnliche Nachbarschaften bevorzugt werden. Sicher ist, dass es für den Ersatzneubau eine Neuorientierung unseres Städte- und Wohnungsbaus notwendig ist. Denn der Ersatzneubau muss Dreifaches leisten. Er muss eine Nutzungsverdichtung auf den Grundstücken herstellen, damit diese Siedlungsentwicklung nach innen möglich ist. Er muss die demografischen Veränderungen hin zu mehr Kleinhaushalten bewältigen und er muss eben auch die Modernisierung des Wohnraums bewältigen. Das heißt unter dem Strich, er muss deutlich höher gebaut werden, mehr Geschosse für mehr Wohnungen und er muss unterschiedliche Wohnungen mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen und Wohnungsstandards bieten, damit möglichst unterschiedliche demografische Gruppen Zugang zu diesem Wohnungsangebot haben. Und nur so ist eine nachhaltige Wohnungsversorgung für die zukünftigen Generationen überhaupt möglich. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Joel Zimmerli. Und wir wollen nun diese Diskussion in Gang setzen. Also was uns Joel Zimmerli mit auf den Weg gegeben hat, möchten wir in einer besonderen Diskussionsrunde ein bisschen vertiefen. Dafür nutzen wir kurz die Zeit und wollen die Bühne umbauen. Wir machen das in einer Art und Weise mit verschiedenen Interessen, die wir wahrnehmen und hoffentlich dann auch ein bisschen kontradiktorisch darüber diskutieren. Ich darf deshalb die Podiumsteilnehmer schon einmal nach vorne bitten, damit wir diese Leute dann auch platzieren können dementsprechend. Also es gibt sozusagen einen inneren Kreis, wenn ich dem so sagen darf, in welchem die Hauptteilnehmer dieser Diskussion mitmachen. Und wir wollen das dann auch mit Spezialisten, die in einem äußeren Kreis dabei sind, vielleicht ein bisschen der Arena entsprechend aus dem Schweizer Fernsehen, wollen wir das ein bisschen, diese Kernkompetenz dann auch abfragen, damit wir so viele wie nur möglich hier vorne zu Wort kommen lassen. Also ich darf auf meiner linken Seite, darf ich Hans-Peter Domanik und Hans Arecker nach vorne bitten. Sie kennen die beiden Leute. Hans-Peter Domanik ist CEO der Priora und Vorstand im Bauen Schweiz und Hans Arecker ist der Inhaber der Arecker AG Bauunternehmung. Unter anderem war er auch verantwortlich für den Rückbau des Gebäudes, in welchem wir uns jetzt befinden. Auf der anderen Seite Dr. Jean-Daniel Gross, Leiter Denkmalpflege der Stadt Bern. Ich gehe davon aus, dass er ein bisschen andere Ansichten hat zu dieser Thematik. Er wird zusammen mit Thomas Kessler diese Seite repräsentieren. Thomas Kessler ist Leiter Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt. Bitte schön, das sind die vier Podiumsteilnehmer in der Mitte. Und ich möchte, bevor wir die restlichen Tische auffüllen, möchte ich vielleicht eine Runde starten. Herr Gross, wie dringend ist denn dieses Thema, das uns Joel Zimmerli nun erläutert hat? Nun, die Frage ist, wie dringend ist es für die Denkmalpflege? Die Denkmalpflege schützt natürlich nicht generell sämtliche Städte und alle Bausubstanz. Die Denkmalpflege beschränkt sich auf 10 bis vielleicht 15% der Bausubstanz, die für unsere Identitäts-
stiftenden Werte wertvoll sind, die wir erhalten müssen. Es ist also nur ein kleiner Teil, der letztlich von der Denkmalpflege überhaupt betreut wird. Insofern ist das Thema ein generelles, das die Denkmalpflege nicht oder nur teilweise angeht, sage ich mal. Hans-Peter Domanik, sind Sie da schon wesentlich mehr betroffen von dieser Thematik? Ja gut, der Investor oder der Besitzer einer Liegenschaft, der wird sich natürlich immer die Frage stellen der Rentabilität der Liegenschaft, mit dem sind wir konfrontiert. Also wir als Unternehmer müssen Geld verdienen, das wissen wir. Man will heute, wenn man Investor ist auch eine rentable Liegenschaft betreiben. Und dann wird man sich natürlich die Frage einer Sanierung, einer älteren Liegenschaft der 60er, 70er Jahre, einer Sanierung, ich nehme jetzt mal die Denkmalpflege in diesem Sinne gerade aus, wird er sich fragen, was mache ich? Ich saniere oder ich mache Ersatzneubau, Neubau, wo ich vielleicht dann das doppelte Volumen energetisch hochwertig dann realisieren kann. Dann wird er natürlich sich auf die eine Seite für den Ersatzneubau ganz sicher bewegen lassen. 100%. Herr Areker, Ihnen ist das eigentlich egal. Hauptsache, es wird abgebrochen und Sie haben etwas zu tun. Also Sie müssen ja das vorantreiben. Ja, das ist natürlich schon so. Man sagt nicht Abbruch, man sagt Rückbau. Entschuldigung. Großer Unterschied. Was wir zurückbauen, wird separiert, wird dem Recycling wieder zugesprochen. Deswegen macht das auch sehr oft großen Sinn. Ist das vielleicht die fehlende Akzeptanz? Nur ja, schon mein falscher Begriff. Man lebt 20, 30 Jahre in einem Quartier und sieht ein sogenanntes schönes Haus und man hat sich an das gewöhnt und plötzlich kommt das weg und kommt etwas Neues hin. Das ist auch das große Problem, gerade auch bei der Denkmalpflege. Alles, also wenn ihr sagt, 10-15% des Gebäudevolumens sei eigentlich so quasi, und ihr Robot, das ist ihr das 10. Gebäude, man muss sich das mal vorstellen, das ist relativ viel, habe ich das Gefühl, und da müsste man ein bisschen größere Flexibilität von dieser Seite erhalten. Wir wollen nicht einfach nur zurückbauen, aber manchmal macht es wirklich Sinn, wie vorhin schon gesagt wurde, die Energieeffizienz bei einem Neubau, Ersatzneubau, ist in ca. 15 Jahren, haben wir das schon wieder drin, die graue Energie hat man dann wieder. Wenn wir das kurz zeigen können, das ist die Broschüre, die Sie gemacht haben nach dem Rückbau, wenn ich das richtig jetzt ausdrücke, hier dieses Gebäudes. Das war natürlich ein Sechser im Lotto, wenn ich dem so sagen darf. Ja, es war eine große Anforderung natürlich, dass man das geschafft hat. Es war wirklich eine herausragende Aufgabe und sie wurde gemeistert, aber ich kann Ihnen sagen, jedes Jahr so etwas möchte man nicht machen. Ja, aber ich bin jetzt ja nicht der Rückbauer, oder? Also Hans, nur muss ich sagen, als Generalunternehmer, ein Rückbau, der muss auch überlegt sein. Wir haben das gestern schon diskutiert, es gibt natürlich im Rückbau auch Themen, die sehr, sehr heikel sind, Altlasten, und wenn man das nicht im Griff hat, im Vorfeld untersucht, dann kann ein Ersatzneubau dann auf einmal ziemlich wieder heikel werden. Und wenn man nämlich die Altlasten angreift, sprich Asbest, dann muss man sie dann also dann auch richtig sanieren. Und dann gibt es dann lieber wieder die Variante Denkmalpflege, wo man sagt, das packe ich lieber nicht an und ich saniere einfach und sehr verhalten. Wir werden da später in die Details gehen in dieser Diskussion. Und ich möchte Thomas Kessler auch noch mit ins Spiel bringen, Leiter Kantons- und Stadtentwicklung. Basel-Stadt, haben wir denn lange geschlafen, dass wir jetzt plötzlich an diesem Punkt sind, an welchem uns diese Thematik so intensiv beschäftigt? Ja, das kann man sagen, weil es uns sehr gut geht. Wir gehören zu den Reichsten der Welt. Wir haben eine gewisse Sättigung. Wir leben in Häusern, die Generation unserer Eltern gebaut hat oder Großeltern. Wir genießen diesen hohen Wohlstand. Wir haben die Grafiken dazu gesehen und dabei ein bisschen vergessen, dass wir in der Verantwortung sind gegenüber den nächsten Generationen, also selber auch entwickeln müssen, oder? Und gute Qualität weitergeben müssen. Das ging ein bisschen verloren. Unsere Renovationsquote, die Ersatzneubau, diese Quoten sind viel zu tief, nur schon für den Erhalt des Raums, auch der Infrastruktur. Schlussendlich ist das eine gesellschaftliche und politische Frage, ob wir Mehrheiten haben für Entwicklung, Erneuerung. Und wir haben die Grafik gesehen der Befragungen, die gespaltene Bevölkerung, das ist genau die Realität. Die können wir auch messen bei Volksabstimmungen für Neubauprojekte. In Basel sind die Resultate immer ungefähr 47-53.
Und dort, wo die Entwicklung noch schneller ging in den letzten Jahrzehnten, beispielsweise in der Romandie, entlang dem Lac Léman, werden alle Projekte im Moment abgelehnt, oder? Weil die Leute verunsichert sind durch die notwendigen Veränderungen, die jetzt anstehen, weil wir in den letzten 20 Jahren zu wenig gemacht haben. Wir reden in Ihrem Fall vielleicht von einem Einzugsgebiet von plus minus 200.000 Leuten, aber wir konkurrenzieren mit Gedanken von Weltstädten wie Singapur, da ist das nicht einmal ein kleines Quartier, oder Paris oder London. Haben wir da überhaupt Chancen mitzuhalten bei dieser Thematik, bevor wir uns in die Details reinwagen? Spielen wir da in der gleichen Liga? Also aus Sicht unserer Gäste aus dem Ausland sind wir in der gleichen Liga. Die vergleichen die Schweiz, die Stadt Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern mit anderen Städten, die in der ersten Liga spielen, der Weltwirtschaft. Das ist eine Realität. Nur begreifen wir uns anders, weil wir ein Sammelsurium sind von historisch gewachsenen Kleinstädten mit sehr viel Grünraum dazwischen und der tollen S-Bahn, SBB und dem riesen Alpengebirge. Also wir sind die einzige Metropole, die so viel Gebirge und Grün hat. Oder? Uns beneiden alle Gäste. Also wir sind eine Stadt, die Schweiz ist eine Stadt in der Wahrnehmung dieser Leute. Ja, das hat schon Rousseau gesagt. Klar sind wir eine Stadt, aber die Summe vieler Dörfer und Kleinstädte, also es gibt gar keine Großstädte in der Schweiz. Wir sind eine Stadt, die gut verbunden ist und das ist auch gut so, weil das erlaubt Identität und sehr hohe Lebensqualität. Da müsste es ja einen Städteplan der Schweiz geben, oder? Ja, das wird auf jeden Fall mal kommen. Ja. Kommt er? Da bin ich ganz sicher. Also es wird einen Landesentwickler geben. Ja, es gibt geben. Ja noch nicht mal die richtige Städteplaner in den Städten. Ja, ja, weil sie also sich das noch ist keine These, ja gut. Ich meine, ja. Hier in Basel seid ihr vielleicht weiter mit Manhattan im Rhein. Und ja, wir können es uns eben gar nicht leisten, darauf nicht zu verzichten. Zu ja, wir können genau. Uns das nicht leisten. Hat man das schon realisiert, dass diese Zeit gekommen ist, überall? In Bundesbern noch nicht ganz und so. Dort im Bundesparlament redet man noch stundenlang über den Milchpreis und weniger über die realen Wettbewerbsverhältnisse, die heute auf diesem Kontinent und auf dem Globus herrschen, aber wir, die direkt vom Welthandel abhängig sind hier, können uns diese Folklore nicht leisten. Also ich ja, diese Folklore. Also. Ich glaube, Sie merken es an diesen Worten. Da ist Pfeffer drin in dieser Runde. Ich darf die Experten, die diese Diskussion bereichern, jetzt auch nach vorne bitten. Auf Seiten von Hans-Peter Domanik und Hans Arecker sind das Martin Neef, Chefökonom der Raiffeisen, und Dr. Daniel Lehmann. Er ist Direktor vom Schweizer Baumeisterverband. Da werden wir dann auch ab und zu eine Rückfrage haben. Auf der anderen Seite werden Jean-Daniel Gross und Thomas Kessler sekundiert von Daniel Büchler. Er ist Vizedirektor beim Bundesamt für Energie. Von Stefan Gadosch, er ist Präsident SIA Schweiz, und von Peter Schmidt, das ist der Experte, wenn es um Genossenschaftswohnungen geht. Er ist Präsident von der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich. Wir wollen uns thematisch diesem großen Feld annähern und möchten zuerst über die hohen Hürden, die komplizierten Verfahren, die gesetzlichen Vorgaben sprechen. Hans-Peter Domanik, sind diese Hürden einfach viel zu groß, damit wir diese Ersatzbauten einfach so machen können? Ja gut, das ist natürlich eine schwierige Frage. Die Hürden, die sind zum Teil sehr groß. Da werden einem Steine in die Wege gelegt. Auf das können wir ja dann mal mit Stefan Gadosch, mit den Architekten noch sprechen oder mit den Genossenschaftern. Da sind die Hürden hoch. Aber es ist auch immer, als Unternehmer ist man immer in der Vorleistung. Das heißt, wir Architekten, wir Unternehmer sind immer in der Vorleistung. Wir müssen sehr viel Investment reinbringen, bis so ein Ersatzneubau zu stehen kommt. Also es sind wahnsinnig viele Abklärungen. Wenn ich an das Projekt, das wir alle kennen in Luzern, das Stadion Luzern, das ist ja auch ein klassischer Ersatzneubau in dem Sinn, wo man dann Wohntürme noch und ein Schwimmbad dazu gemacht hat, ein Investorenwettbewerb, wo viel Brain investiert wurde, der Unternehmer, der Architekten, der Investoren, der Generalunternehmer, da ist ein Investorenwettbewerb mit 8 Teilnehmern. Jeder muss 1 bis 1,5 Millionen aufwenden für diesen Wettbewerb, der nicht bezahlt wird. Und dann kann es erst dann losgehen. Und das sind natürlich dann Hürden, die für uns als Unternehmer relativ hoch sind.
und auch wegweisend sind. Und wenn dann die behördlichen Auflagen und die Einsprachen der Nachbarn und die politischen Themen noch reinkommen, dann ist es einfach too much, oder? Und das ist. Aber die braucht es dann, sonst bauen die, was sie wollen. Wie wichtig sind diese Vorgaben, dass es nicht so einfach ist, einfach einen Ersatzneubau irgendwo hinzupflanzen? Wir haben sehr hohe Hürden, aber am falschen Ort. Es ist nämlich gut, wenn saniert wird und umgebaut und Ersatzneubauten. Das muss intelligent sein und so etwas, selbstverständlich. Wir haben ja gute Architekten und Fachleute. Die, dort die Hürden noch höher zu setzen, das ist falsch. Sie sind schon zu hoch und am anderen Ort sind Hürden zu tief. Also es ist zwar gut, haben wir jetzt ein neues Raumplanungsgesetz, aber das dürfte noch viel schärfer sein. Also wir sollten die Wiesen außerhalb der Infrastruktur noch besser schützen, die Grünflächen, und umgekehrt die Sanierung in den bestehenden Infrastrukturen erleichtern, damit die Erneuerung schneller geht. Also wir haben sehr gute Ideen gesehen, auch vom Bundesamt. Es ist eigentlich die Frage, wie wir auf der Zeitachse vorwärts kommen. Wir haben ja festgestellt, wir sind eigentlich im Rückstand und die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur und der Räume, die braucht viel Zeit, zu viel Zeit. Also wenn wir schneller sein wollen als die Klimaerwärmung, dann müssen wir ein bisschen schneller handeln und agiler. Und deshalb muss man eigentlich die Hürden senken und die Prozesse abkürzen. Wir haben uns da in der Schweiz ein bisschen verliebt, da in die Delegation der Verantwortung, in Hürden und Abklärungen. Das ist alles richtig, aber das kann man auf die Hälfte abkürzen. Herr Lehmann, da spricht er Ihnen aus der Seele, nehme ich mal an. Also aus Sicht der Baumeister, so wenig Hürden wie nur möglich. Ja, tatsächlich. Also wenn ich an die Hunderten von kantonalen und kommunalen Bauvorschriften nur denke, dann bin ich klar der Meinung, da muss man abbauen und vor allem, da muss man auch harmonisieren. Natürlich sagen wir nicht, wir bauen überall hin, ohne Rücksicht auf die Raumplanung zu nehmen. Aber wenn solche Vorschriften vorhanden sind, dann sollen sie eben nicht zentral bürokratisch von Bern aus irgendwelche Vorgaben machen, sondern dann soll man in einer Region das bestimmen, wie die Siedlung passieren soll. Und man darf nicht vergessen, jede unnötige Vorschrift ist bauverteuernd und jede unnötige Vorschrift ist bauverhindernd. Und wir müssen ja bauen. Martin Neff, jede fünfte Hypothek kommt in der Schweiz von der Raiffeisen. Heißt das weniger Hürden? Wie wir propagieren, würde das auch heißen, mehr Hypotheken? Also Sie hätten auch Interesse daran? Oder ist das zu einfach gedacht? Das ist übrigens fast jede vierte im selbstgenutzten Wohneigentum. Da lege ich Wert drauf. Der Marktanteil ist etwas höher. Verdichten oder nicht verdichten, Sie sagen das schon korrekt. Für uns ist letzten Endes als Banker, wenn wir den schnöden Mammon nehmen, Volumen wichtig und dass wir damit Geld verdienen. Muss aber klar sagen, wir sehen ganz klar Tendenzen auch in Richtung eben neuer Trends. Verdichtung ist nicht zwingend das Thema des Kunden, aber Ökologie ist ein Thema. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, heute sind Ersatzneubauten eigentlich nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer, weil sie die Nebenkosten auf ein Niveau bringen, das dann eigentlich wieder lukrative Engagements, also Investments ermöglicht. Ein weiterer Punkt ist, dass seitens der Kunden durchaus das Bedürfnis besteht, ich sage jetzt mal, in einen Bau zu investieren, der sich auch ökologisch zeigen kann. Das ist mittlerweile gesellschaftsfähig und von daher ist es auch ökonomisch lukrativ. Also ich möchte, Herr Groß, hat es Ihnen die Haare schon ein bisschen gesträubt im Nacken? Nein, aber noch es nicht. Es geht nicht so schnell. Nein, ich glaube, es gibt ein ganz zentrales Stichwort und das ist hier noch nicht gefallen, es ist eine Frage der Qualität. Und man hat so ein bisschen darum herum gekreist und die Frage der großen Hürden, das ist auch eine Frage der Qualität. Nicht? Die sind ja zum Teil eben da, um Qualität zu sichern. Wir haben gesehen, Ersatzneubau wird durchaus kritisch betrachtet. Es gibt ein gewisses öffentliches Interesse eben daran, dass Entwicklungen, Veränderungen nicht allzu schnell passieren. Das ist, ich glaube, eine Grundkomponente der menschlichen Existenz, dass wir auch ein bisschen uns an Vertrautem halten wollen und das ist durchaus auch berechtigt. Also insofern, glaube ich, ist es wichtig,
dass eben die Frage der Qualität ganz, ganz hoch angesetzt wird. Selbst wenn das vielleicht ein bisschen bremst. Und in die Frage der Qualität, der architektonischen, gestalterischen, städtebaulichen, freiräumlichen Qualität, kommt eben auch die Frage der Denkmalpflege. Weil die Denkmalpflege, die hat eine ganz namhafte Qualität zu sichern, nämlich eben die Identifikation mit den Städten, mit unserer gebauten Umwelt, mit Dörfern, mit dem Land aufrecht zu erhalten. Also das Thema der Qualität, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Das gehört zusammen. Herr Arecke, bringen wir diese Komponenten unter einen Nenner? Also Sie würden gerne viel bauen, ja. Da muss man qualitativ aufpassen, dass man nicht das Falsche macht. Ja, ich frage mich natürlich, wer die Qualität bestimmt? Die Qualität bestimmt offenbar immer die Denkmalpflege und gewisse Planer und Planerorganisationen. Das gemeine Fußvolk und andere Leute, die können zur Qualität weniger sagen. Aber eine große Hürde im ganzen Thema drin ist unsere Struktur in der Schweiz, die politische Struktur. Wir haben eine direkte Demokratie und jeder noch so kleine Opponent kann sich gegen etwas wehren und kann relativ mit kleinem Aufwand sich gegen einen Neubau, gegen einen Ersatzneubau wehren und schlussendlich geht das so lange und wird so kompliziert, dass man dann der eine oder andere sagt, ich höre auf, ich ziehe irgendwo anders hin und mache das dort. Die Gefahr ist dann, dass dann irgendeinmal gewisse ältere Häuser, ältere Bauten dann verslammen oder einfach nicht mehr unterhalten werden, weil irgendjemand muss ja die Renovation, den Ersatzneubau finanzieren und auch zahlen und das Risiko eingehen, etwas zu machen. Also Sie haben natürlich recht, das größte Hindernis quasi mal im Bauen ganz generell sind die Eigentumsstrukturen. Ich spreche da von Einfamilienhausquartieren. Machen Sie da mal Ersatzneubau und Verdichtung, das ist nicht ganz einfach. Und natürlich rechtliche Rahmenbedingungen, eben Einsprachemöglichkeiten. Aber ich würde mich jetzt davor hüten, diese einschränken zu wollen. Also ich möchte das auf diese Ebene auch noch bringen bei Stefan Gadosch. Also Sie haben ja auch sehr, sehr viele Vorschriften und Vorgaben. Wie hemmen oder wie fördernd sind diese? Also ich fühlte mich auch ein bisschen angesprochen. Davon gehe ich aus. Man muss aber ganz klar unterscheiden. Es gibt Normen, es gibt Vorschriften und es gibt Einsprachen. Das sind drei völlig unterschiedliche Eingriffsmöglichkeiten. Die Normen sind für uns von zentraler Bedeutung, weil das sind die Spielregeln. Und die Spielregeln machen nicht wir im SCA, sondern das ist ein Gemeinschaftswerk der Bauszene. Das wird immer ein bisschen unterschätzt oder sogar unterschlagen. Es sind nicht die Planer alleine, die die Normen machen, sondern das sind alle, inklusive die Öffentlichkeit, mit eingeladen an diesem Normenwerk, an den Spielregeln. Wie wollen wir bauen? Die Spielregeln bilden konkret die Regeln der Baukunst ab. Sind denn diese Spielregeln zu eng gehalten? Also das höre ich ja zwischen den Wörtern auch ein bisschen raus. Also niemand hält sich gern an Regeln, wenn er das Gefühl hat, man könnte diese Regeln auch interpretieren. Es geht aber ganz klar darum, dass man von einheitlichen Vorgaben ausgeht und die sind veränderbar im Gegensatz zu einem Gesetz, das dann mindestens 10 Jahre unangefochten in der Landschaft steht, ist eine Norm, ein Prozess, der sich kontinuierlich verbessert oder verändert. Und wie gesagt, da sind alle Mitbeteiligten sind eingeladen, da mitzuarbeiten. Herr Schmidt, Sie könnten ja mit Ihren vielen Genossenschaftswohnungen auch vielleicht mit entsprechender Anpassung sehr viel mehr herausholen. Also wie interessiert sind Sie, dass man mehr daraus machen könnte mit Ersatzneubau? Ich denke, es gibt verschiedene Aspekte. Der eine ist, dass wir natürlich sehr viele Häuser haben und Wohnungen, die aus den 40er, aus den 20er Jahren stammen. Das sind kleine Dreizimmerwohnungen, die nicht mehr dem heutigen Zielpublikum dienen. Das heißt, eine Familie vor 40 Jahren mit 2 Kindern, Dreizimmerwohnung kein Problem. Heute Dreizimmerwohnung zu zweit geht noch knapp. Alleine ist okay. Und da sind ja diese gesellschaftlichen Herausforderungen, wenn wir für unser Zielpublikum, zum Beispiel Familien oder eben auch ältere Leute, barrierefreie Räume erstellen wollen, dann können wir das praktisch nur noch mit Ersatzneubauten tun. Aber ich denke, es gibt noch eine ganz andere Komponente. Man muss nicht über Regeln und so sprechen, sondern über die Volkswirtschaft der Schweiz. Eine Verdichtung heute ist ein volkswirtschaftliches Gebot. Die Effizienzsteigerung der Städte, und das wird heute viel zu wenig gesehen. Aber es nützt nichts, wenn man sich nicht um die Belegung kümmert. Das haben wir gesehen. Wenn ich natürlich nachher gleich viele Einwohner habe am gleichen Ort, dann ist das volkswirtschaftlich ein Verlust. Ein Beispiel. Die Genossenschaften haben Belegungsvorschriften. In der Stadt Zürich könnten bei der gleichen Belegung wie bei Wohnbaugenossenschaften 50.000 Menschen mehr leben.
Das heißt, das sind senkende Grenzkosten der ganzen Ökonomie, also bezüglich Energie, viel besser, nützt viel mehr als jedes Dämmungsprogramm. Das wird nicht gesehen. Also es hat sozial andere, also das Tram vorne dran, da braucht es dann vielleicht eines mehr, aber die Grenzkosten sind viel tiefer. Wir müssen viel mehr volkswirtschaftlich heute argumentieren und das macht niemand. Herr Kessler, das ist Wasser auf Ihre Mühlen der Argumentation. Ja, auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Die Politik ist dann gut oder die Qualität, wenn man möglichst viele Aspekte berücksichtigt. Das haben wir auch in den Eingangsreferaten gehört. Je mehr Zusammenhänge hergestellt werden, je nachhaltiger ist der Entscheid und die Investition und die Entwicklung. Und das Wichtigste sind natürlich die Menschen, die gesellschaftliche Entwicklung. Sie haben es genau geschildert. Früher lebten ja wesentlich mehr Menschen in unseren Städten, auch in Zürich. Es gab ja mal 50.000 mehr. 1970 auch hier lebten 40.000 Menschen mehr. Und kein Mensch sprach von Dichtestress. Das ist ein totaler Quatsch. Also die Stadt ist entdichtet wegen dem Wohlstand, der gestiegen ist. Jede zweite Wohnung in Zürich und in Basel wird von einem einzigen Menschen bewohnt. Jede zweite, und da hat es 3-4 Zimmerwohnungen dabei. Und es gibt viele gut verdienende Pärchen, die haben je eine 4-Zimmer-Wohnung und ihr Problem ist abends zu beschließen, wo sie jetzt hingehen, in welche Wohnung. Und das sind die neuen Probleme, die wir jetzt hysterisch abhandeln unter Masseneinwanderung und anderem Blödsinn. Es sind Luxusprobleme, wir können uns das leisten, aber wir haben auch gehört, wir werden immer älter, zum Glück, gesund älter. Jede zweite Ehe wird geschieden, es gibt dann Phasen mit getrennten Familien, dann brauchen dann beide Kinderzimmer und so weiter. Das heißt, die Investitionen müssen der gesellschaftlichen Realität und der Zukunft angepasst werden. Es braucht Generationenwohnungen, dass man eben eine große Wohnung gehen lassen kann und eine attraktive kleinere findet, wenn die Kleinen weggehen oder die Kinder rausziehen. Und das müssen wir mehr denken, mehr Wohngemeinschaften für junge Leute und so weiter, damit wir runterkommen mit noch mehr Konsum der Welt. Herr Büchel, die Energie hat sich dazu jetzt noch nicht geäußert. Wir haben vorher Herr Steinmann gehört, aber das ist ja auch eine Herausforderung, was die Energiefrage betrifft. Das haben wir gehört. Ja, das ist schon aus energetischer Gesichtspunkt auch eine Herausforderung. Wir haben auch schon vorher ein Statement gehört, dass es verschiedene Formen gibt, um das Effizienz Problem anzugehen. Die Verdichtung ist sicherlich ein Punkt. Also wenn mehr Leute auf dem gleichen Wohnraum wohnen, dann kann das ein Vorteil sein. Also ich habe mal auf einer Veranstaltung jemand gehört, die haben gesagt, wir eine Familie, Kinder ausgezogen, wir haben ein Haus, wir haben uns überlegt, was sollen wir jetzt sanieren, haben gemerkt, das kostet sehr viel. Dann haben wir uns entschieden, statt zu sanieren, machen wir 2 Zimmer für Studentinnen, die dann dort einziehen konnten. Das ist natürlich aus Energieeffizienz-Sicht auch eine gute Sache. Also da gibt es verschiedene Punkte, aber ich möchte doch noch etwas zur vorherigen Diskussion mit den Normen sagen. Denn also Normen oder Regeln, dass wir da zu viele Regeln haben. Ich höre zum Teil dann auch den Unterschied, das andere, oder? Gebt uns Normen, gebt uns klare Gesetze und das ist nicht so schlecht. Sie haben vorher, Herr Lehmann, Sie haben 2 Dinge in völlig unterschiedlicher Richtung gesagt. Einerseits haben Sie gesagt, wir haben sehr viele kommunale und kantonale Regeln und dann sollen aber nicht die in Bern oben bestimmen. Ich will das auch nicht daraus folgen, aber wenn wir uns es nicht einmal schaffen, dass wir die Baubegriffe, die materiellen Baubegriffe gleich definiert haben in den Kantonen, dann sind wir wirklich noch weit davon weg, dass wir weniger Hürden haben. Und ich glaube, was wir mehr brauchen, ist mehr Klarheit. Das heißt nicht unbedingt keine Regeln mehr, aber klare Regeln, auch welche gelten, welche nicht. Es gibt auch Dinge, die man abwägen kann, auch zum Denkmalschutz. Ich glaube, wir müssen nicht prinzipiell immer sagen, Denkmalschutz ist gut oder schlecht, sondern wir müssen abwägen. Keiner will das Schloss Chillon abbrechen und einen Ersatzneubau machen, auch nicht das Bundeshaus. Vielleicht gibt es solche, die das wollen, aber aus anderen Gründen. Die wollen es nicht wieder neu bauen, sondern keines mehr haben. Aber das will man nicht, aber es gibt vielleicht andere Situationen, wo man sagt, da ist jetzt der Gedanke des Neubauens, des Verdichtens etwas wichtiger als der Denkmalschützerische und das muss man wirklich immer im einzelnen Objekt anschauen. Ich möchte 2 Sachen daraus nehmen, also die klareren Vorgaben, Hans-Peter Domanik, und dann auf den Denkmalschutz zu sprechen kommen. Wünschen Sie sich klarere Vorgaben oder weniger Vorgaben? Ja, also wenig klarere Vorgaben. Ich glaube, die Vorgaben, die sind schon klar. Sie sind, wie er wirklich gesagt hat, halt kantonal verschieden. Es ist wahnsinnig schwer in der Schweiz, weil zum Teil es kantonal geregelt ist, aber ich wünsche mir von der Städte,
von der Städteplanung einfach auch mehr Engagement, weil der Ersatzneubau, um den geht es ja heute, der Ersatzneubau, der ist wirklich zu forcieren. Der Ersatzneubau, wenn man heute sieht, ein Quartier untersucht, ob ich es sanieren soll oder ob ich es neu bauen soll, dann kann ich doch in die Höhe bauen, das muss nicht ein Hochhaus sein, wie ein Prime Tower, aber vielleicht 12, 13 Stockwerke und ich gewinne rundherum, wenn ich nur schon gleich viel Wohnungen mache, gewinne ich Grünfläche, ich kriege Außenplätze. Und wir haben in der Verdichtung einerseits dann immer, wenn wir die Innenstädte anschauen, viel zu wenig Außenplätze, viel zu wenig Plätze. Hier kann man etwas machen und da gibt es auch gute Konzepte. Ich muss da immer wieder ein bisschen Basel nehmen, weil Basel ist da in dieser Hinsicht auch mit den Außenplätzen, mit dem gesellschaftlichen Spielraum rund um die Verdichtung einfach weit voraus aus meiner Sicht. Und in diesem Kontext meine ich schon, es ist wirklich in die Höhe hinauf, Normen hin oder her, diese Diskussion anstreben und diese Diskussion fördern. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sind ja gegeben. Wir haben die Zuwanderung noch. Ich will nicht daran denken, wenn die mal gestoppt oder rückläufig ist, was dann passiert. Aber wenn wir Zentren gut, neu, stabil in die Höhe bauen, Außenräume schaffen, haben wir von der Wohnqualität um einiges gewonnen. Herr Kessler, weshalb lobt er Sie immer als Musterbeispiel? Will er mehr bauen in Basel? Was denken Sie? Haben Sie es wirklich besser gemacht? Also nicht wir heute schon, die Großeltern hier, die ältesten Wohntürme der Schweiz, die stehen in Basel, ja. Oder die und Rentenweit, die sind total beliebt. Die Leute bleiben dort bis zum letzten Tag. Und die Wohntürme sind eine sehr gute Idee und mit der aktuellen Zonenplanrevision wollen wir ermöglichen, dass noch weitere gebaut werden und zwar nach den Nachhaltigkeitsprinzipien. Also Roche baut hier das größte Gebäude da am Rhein für 2000 Arbeitsplätze und deshalb ist es sinnvoll, wenn in der Umgebung auch Wohnraum geschaffen wird, sodass die Leute zu Fuß zur Arbeit gehen können. Das ist vorgesehen mit 7 Wohntürmen. Die brauchen extrem wenig Grund und Fläche. Man kann sehr viel Grünland schützen. Man kann dort nach allen Nachhaltigkeitskriterien ausgezeichnet leben. Braucht kein Auto mehr, nichts. Ist alles durchgedacht. Seltsamerweise haben ökologische Kreise schon jetzt das Referendum angekündigt, weil sie den Zusammenhang noch nicht verstanden haben. Oder? Wie sieht der aus, der Zusammenhang? Der Zusammenhang heißt, je mehr Menschen in der bestehenden Infrastruktur in unseren Städten leben, je besser geht es der Natur und je besser schützen wir die bestehenden Wiesen. Und das heißt, die Infrastruktur von Basel ist gebaut für 250.000 Menschen, es leben aber nur 193.000 hier. Also die Leitungen und die Straßen, die haben wir schon und auch den öffentlichen Verkehr. Was kann der Denkmalschutz da für eine Rolle spielen? Ich glaube, wir müssen das auch mal definieren. Also ist er jetzt Treiber einer solchen Entwicklung oder bremst er das? Weder noch. Der Denkmalschutz, der muss definieren, welche Stadtteile und welche Bauten zu erhalten sind, weil sie eine wichtige kulturelle Funktion wahrnehmen und die muss man natürlich selbstverständlich auch weiterentwickeln. Denkmalschutz betreibt keine Stillstandspolitik, im Gegenteil, die Bauten müssen ja auch genutzt werden können, da darf auch investiert werden, aber die sollen eben in ihren wesentlichen und wertvollen Bestandteilen erhalten bleiben. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die eben auch das Bauinventar zu leisten hat. Und dann in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung, mit einem sinnvollen Städtebau, eben auch nach architektonischen, städtebaulichen Kriterien definieren, wo kann verdichtet werden und wo nicht. Hans-Oreck, und in welcher Form. Ich habe das vorher gespürt, für Sie macht der Denkmalschutz zu viel. Ja, ich kann es nicht generell sagen, aber ich habe ein ganz konkretes Beispiel in Luzern. Die Zentral- und Hochschulbibliothek, das ist sicher schon bekannt. SI hat sogar zum Boykott aufgerufen, BSA auch, das ist mir ein bisschen fremd. Hier ist doch das Verhältnis nicht mehr normal, wenn man 20 Millionen in ein altes Gebäude investiert, das energetisch wirklich aus den 50er Jahren ist, null und nichtig ist. Erdbebensicherheit muss gewährt werden, da muss man dann irgendwann mal eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Und da würde ich eigentlich von den zuständigen Behörden und auch von den Planern erwarten, dass man ein bisschen weitsichtiger ist. Man kann ja ein Schulhaus aus den 50er Jahren sichern und erhalten oder ein öffentliches Gebäude, aber nicht 4 oder 5. Dann kann man das dort anschauen und das andere kann man dann rückbauen und eben besser nutzen in den Städten. Es muss nicht jede grüne Wiese in der Stadt überbaut werden, auch dort nicht. Aber das, was
der Fußabdruck, den könnte man optimaler nutzen. Und da sind wir in der Schweiz noch zu wenig weit, um solche Gedanken wirklich weiterdenken. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, sehr wahrscheinlich ist unser demokratisches System einfach, steht uns selber im Weg, um solche Sachen zu machen. Müssen wir kreativ, ja, Herr Gados, bitte schön, vielleicht Kreativität dann anschließend noch besprechen, aber... Das ist genau der Kernpunkt, also ich bin der Letzte, der ablehnt, einen Ersatzneubau am richtigen Ort vorzunehmen. Aber das wurde schon verschiedentlich angesprochen, wir müssen auch über weiche Qualitäten sprechen, die nicht messbar sind. Es geht nicht nur um den ökonomischen Rückhalt, es geht um Werte, um gesellschaftliche Werte, die ebenfalls einen gewissen Schutzwert aufweisen. Und vorhin wurde gesagt, wer entscheidet über diese Qualitäten? Das sind nicht wir Planer und nicht die Denkmalpflege, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Also wenn eine Abstimmung wie die Zweitwohnungsinitiative oder das Raumplanungsrecht so deutlich angenommen werden, dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es ist eine Aufgabe, die uns die Gesellschaft gibt und wir müssen sehr genau hinschauen. Jeder bauliche Eingriff bedingt eine Zerstörung, also Zerstörung mit Verstand. Das ist nicht von mir, das ist Luigi Snozzi, der das gesagt hat. Aber diese, eben, wissen wir denn eigentlich, das ist diese weichen Fakten, wissen wir denn eigentlich, Herr Schmid, was die Leute wollen? Wir sagen es immer alle, aber wissen wir das genau? Jetzt kommen wir zu einem springenden Punkt, nämlich zu Zielkonflikten. Es gibt ja auch soziale Auswirkungen. Da sind wir bei ganzen Ersatzneubauten im Wohnbereich an einem kritischen Punkt, weil er fördert die Segregation. Das heißt, in den alten Wohnungen waren vielleicht alte Menschen, Einelternfamilien, die nicht viel Geld hatten. Es wird ersatzneu gebaut zu Marktpreisen. Wer zieht dahin? Das sind alleinstehende Reichere, also Einkommensstärkere. Das sind Paare mit Doppeleinkommen und damit verändert sich die soziale Zusammensetzung der Städte. Und das ist ein großes Problem. Es braucht flankierende Maßnahmen, dass unsere Städte lebendig bleiben am Schluss. Und das wird heute nicht mehr gesehen, also diese Gesamtzusammenhänge zwischen sozialen, nachhaltigen Zielen, ökologischen und auch ökonomischen Anforderungen. Und leider denkt unsere Wirtschaft, das muss ich da sagen, und auch unsere Behörden und Politiker, etwas eindimensional. Weil sie nämlich nicht verstehen, dass es auch soziale Maßnahmen braucht, um die Städte zu schützen und deren Attraktivität aufrechtzuerhalten. Ein kleines Beispiel. Die Schweiz ist letzthin vom Rang 1 auf Rang 2 gerutscht. Wien hat aufgeholt. Der Grund im State-Rating war zahlbarer Wohnraum. Und da liegt ein Problem, um das wir uns gesellschaftlich kümmern müssen. Das hängt nicht mit Genossenschaften und Nicht-Genossenschaften zu tun, sondern mit unserer Gesellschaft und mit einer gesunden Durchmischung der Städte. Wir haben, wenn man London anschaut, die mussten Spitäler im Zentrum schließen, weil niemand mehr dort arbeiten konnte und in vernünftiger Frist dorthin kam mit seinem Einkommen. Er fand keinen Wohnraum mehr in der Nähe. Und das sind so Probleme, die wir auch, wenn wir die Schweiz als Stadt denken, vielleicht auch heute etwas nachhaltiger denken müssen. Herr Neff, denken Sie, dass diese Ersatzbauproblematik die Städte teurer macht oder billiger? Weder noch. Wir haben jetzt sehr viel gehört über Qualität. Das ist schon spannend. Ich meine, ich kenne niemanden, der sich offen gegen Qualität ausspricht. Wenn man dann definiert, was Qualität ist, scheiden sich die Geister. Wir müssen aber nicht von Qualität sprechen in der Schweiz. Wir müssen von A, Verfügbarkeit und B, Erschwinglichkeit von Wohnraum sprechen. Das ist unser Problem. Und wenn ich dieses Votum dieser großen Stadt Schweiz aufnehme, dann sehe ich Zürich oder Genf als wahre Hotspots, nenne ich das jetzt. Können Sie vergleichen mit Manhattan? Ich frage jetzt, wer denkt in Manhattan daran, ausgewogenen Wohnraum bereitzustellen? Wer diskutiert über Preise und vor allem, wer diskutiert da noch über soziale Durchmischung und ob es da vielleicht auch noch eine Familie oder was auch immer braucht? Also die Realität ist die, wir haben noch nie Überschussangebot gehabt im Wohnungsmarkt in der Schweiz, seit ich auf der Welt bin. Und das sind doch auch schon über ein halbes Jahrhundert. Wir hatten maximal mal 2% Leerwohnungsbestand. Das heißt, wir haben gar keinen verfügbaren Markt, wo irgendwo der Wettbewerb spielen kann. Und drum, Verdichtung ist schön und gut, aber wer heute eine Wohnung hat, die günstig ist, der geht nie und nimmer raus, auch wenn sie viel zu groß ist, weil er findet keine Alternative.
Und von daher reden wir leider über Dinge, die an der Ökonomie scheitern. Und vor allem sprechen wir über eins, wir sprechen über den Nettozugang. Wir sprechen nicht über die 4,2 Millionen Wohnungen, die schon hier stehen, sondern über die 50 bis 60.000, die jährlich dazukommen. Das ist mittlerweile auch ein Teil im Bestand, aber es ist viel zu wenig gemessen an dem, was eigentlich ein Potenzial ist. Und last but not least, wir reden viel über Wohnen. Wieso arbeiten wir nicht in Bürotürmen? Das ist eine Frage, die wir auch noch nicht beantwortet haben. Das gäbe dann auch wiederum etwas mehr Raum für Wohnnutzungen oder zumindest weniger Verbrauch von neuem Land für Wohnnutzungen. Herr Kessler, das ist natürlich eine interessante Komponente. Also der Vergleich mit den großen Städten, der hinkt, wenn ich das jetzt so interpretiere mit dem Votum von Martin Neff. Der hinkt, wir haben ja hier gesehen, Vergleich Zürich und Paris. Also Zürich hat da Werte wie eine Kleinstadt oder auf dem globalen Vergleich. Also unsere Städte sind Idyllen im Vergleich. Also wir werden nie so wie die anderen Großstädte. Und das ist auch richtig. Es muss sanft gehen, aber man muss verstehen, dass das Schützen von bestehendem günstigen Wohnraum oder von diesen schönen Gründerquartieren, die wir haben aus der Gründerzeit, ist nur möglich, wenn wir andernorts eben entwickeln, wenn wir die neuen Bedürfnisse auffangen, beispielsweise mit Wohntürmen am richtigen Ort. Schützen wir die bestehenden Strukturen? Und es stimmt, also eine Stadt oder die Schweiz ist ein Organismus, der lebendig sein muss. Also man muss sich immer überlegen, wo leben die jungen Familien und die Studenten. Die gehören zum Leben und dürfen auf keinen Fall verdrängt werden. Dort, wo man das getan hat, wie beispielsweise in Zug, oder hat man ja die eigene Jugend verdrängt mit der Steuerpolitik, dort findet man nicht mal mehr genügend Leute, die in die freiwillige Feuerwehr kommen. Oder die Gesellschaft funktioniert dann nicht mehr. Das stimmt, das ist total wichtig, aber das sind eigentlich keine Gegensätze. Wenn wir denkmalgeschützte Gebäude oder historisch wertvolle Quartiere intakt sein lassen wollen, müssen wir andernorts eben entwickeln. Oder? Und dieser Zusammenhang muss noch kommuniziert werden. Das ist auch eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. Wenn wir einfach die bestehenden Vorteile konsumieren, oder? Dann hat die nächste Generation die gesamte Sanierungsarbeit zu leisten. Ich möchte da noch einhaken und festhalten, wir haben heute eine Ersatzneubauquote von 0,16% des gesamten Gebäudeparkes. Das würde bedeuten, wir brauchen etwa 600 Jahre, wenn wir alle Gebäude Ersatzneubau machen wollten, bis wir das bewerkstelligt haben. Und bei dieser Ausgangslage können wir uns vorderhand ohne weiteres konzentrieren auf genau diese Objekte, wo es sich eben lohnt und wo man auch nicht denkmalpflegerisch oder städtebaulich Probleme erhält. Denken Sie an die Tausenden von Häusern in den Agglomerationen aus den 70, 80er Jahren, die jetzt zum Teil eben gesamtsaniert werden, wo entsprechende Förderungsbeiträge kommen aus dem Gebäudeprogramm. Und deshalb ist die Forderung eigentlich auch des Baumeisterverbandes, dass man den Ersatzneubau in dieser Hinsicht der Gesamtsanierung gleichstellt, auch Förderbeiträge bereitstellt, wenn es sich im Einzelfall eben lohnt. Eben die Politik, also diese Anreize, steuerlich ist es idealer, wenn man saniert. Herr Arecker, da muss doch die Politik dieser Prozess vorantreiben, der schon eingeleitet ist, dass auch Ersatzneubauten so behandelt werden, also Anreize schaffen. Das ist schon so. Ich bin nur ein ganz kleiner Politiker in Luzern. Es hat ja hier viel größere. Ja, bei den Kleinen fängt es an. Und die müssen das eigentlich aufnehmen. Es ist nicht verständlich, wieso man, wenn man einen Ersatzneubau macht, da keine Förderbeträge bekommt. Man nutzt den Boden besser aus. Man hat energetisch wesentlich ein besseres Gebäude und geht auf die Schiene der Energiestrategie 2050. Und da kann ich das nicht nachvollziehen, aber ich bitte die Herren Nationalräte, die hier sind, nein, vielleicht das aufzunehmen und das weiterzuführen. Ich komme dann gleich auf diese Seite, weil ich möchte dann schon noch wissen, sanieren Sie lieber oder bauen Sie lieber um? Aber zuerst können Sie sich auf die Antwort vorbereiten. Entschuldigung, ich komme gleich. Also das, was
was wir jetzt sagen, stimmt einfach nicht. Es gibt schon Möglichkeiten, dass Sie eine Unterstützung kommen für Ersatzneubauten. Wie sehen die aus? Das ist einfach ein Problem der Kantone. Wir haben das, was im Gebäudeprogramm drin ist. Es gibt da zwei Teile. Das eine Teil ist, das Gebäudesanierungsprogramm, ist national nach einheitlichen Standards. Und dann gibt es die Globalbeiträge. Und bei den Globalbeiträgen gibt es einen Katalog von Maßnahmen, was man machen kann. Und es ist nachher an den Kantonen, ob sie dafür Gelder geben wollen. Und dann wird aus diesem Topf jeder Franken aus dieser CO2-Abgabe verdoppelt mit einem weiteren Franken. Und darum ist gerade im Kanton Luzern, können Sie aktiv werden, Sie können besser aktiv werden als auf Bundesebene, also schieben Sie die Verantwortung nicht ab, nehmen Sie dieselbe wahr. Was kann man dann machen, damit der Endverbraucher das auch merkt? Ja, der Kanton muss ein entsprechendes Programm haben und entsprechend sagen, wir geben Gelder für Ersatzneubauten und dann kann sich der Kanton aus dem Topf des Bundes bedienen. Ganz einfach. Und da muss aber der Kanton handeln und nicht der Bund. Also es ist manchmal etwas einfach, immer zu sagen, die in Bern oben oder der Bund macht da nichts. Will der Kanton handeln und wie groß ist der Topf beim Bund? Das sind natürlich die entscheidenden Fragen, Herr Arecker. Ja, ich weiß nicht, wie jeder Kanton handeln kann und auch will. Im Moment haben die Kantone nicht so großen Mut zu handeln, weil sie müssen immer selber auch noch in die Tasche greifen, nehme ich an. Das kommt, der Bund gibt was und der Kanton muss dann auch noch was dazugeben. Das ist natürlich im Moment das Problem bei der finanziellen Situation der verschiedenen Kantone. Herr Domanik, Ihr Votum vorher? Ja, ich muss da noch mal schnell zurück zum Herrn Lehmann. Also die 60-70er-Jahr-Bauten, die Sanierungen, die Sie gesagt haben, das ist natürlich ein Programm, das läuft ja an. Man sagt schon lange, Sanierungen sind überfällig. Wenn wir vom Gesamthochbauvolumen sehen, sanieren wir pro Jahr heute ungefähr 15%, der Rest ist Neubau. Wenn man diese Sanierungen jetzt mal anschaut, und die werden kommen, also zweifelsohne, die müssen und die werden kommen in den nächsten Jahren. Aber was man gemacht hat, statt sich an diesen Sanierungen oder Ersatzneubauten zu widmen, ist man einfach in die Agglomerationen rausgegangen und hat dort geklotzt, weil wir mussten ja im Schnitt, glaube ich, 50.000 Wohnungen im Jahr bauen, in den letzten Jahren oder durften 40.000 bis 50.000 Wohnungen bauen. Und das ging natürlich schneller in der Agglomeration mit der ganzen Bewilligungsphasen. Aber wir müssen zurück ins Zentrum, weil das, was Herr Kessler gesagt hat, das stimmt ja. Ich meine, wenn wir nah sind beim Arbeiten, wenn das Arbeiten und das Wohnen zusammenkommt, ist die ganze der ganze infrastrukturelle Rahmen, den wir noch brauchen, wird einfach viel einfacher. Und der Ersatzneubau, das ist wirklich ein Thema, mit dem müssen wir uns befassen, intensiv befassen in der Städteplanung und die Investoren und die Architekten. Und da meine ich persönlich, braucht es keine steuerlichen Anreize, die wieder auf den Steuerzahler zurückgehen, sondern der Ersatzneubau sollte eindeutig einen besseren Anreiz geben, wenn ich ihn durchrechne. Und das sieht man ja bei diesen Ersatzneubauten, die getätigt wurden, dass man von zwei Wohnungen vorher auf diesem Grundstück sogar eine Wohnung, zwei Wohnungen machen konnte. Also fast das Volumen verdoppeln konnte. Und wenn wir da noch ein bisschen in die Höhe gehen können, wenn man hier die richtigen Akzente setzen, dann können wir unten arbeiten, oben wohnen, wir können die ganze Infrastruktur in diese Gebiete reinnehmen und wir kriegen noch Grünraum. Und das braucht keine steuerlichen Akzente, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Braucht kreative Architekten. Also eben die konkrete Frage, baut man lieber um oder saniert man lieber? Also die Frage ist nicht richtig gestellt. Es gibt kein lieber oder weniger lieber. Ja. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Es ist klar, der Planer in der Regel bevorzugt den Neubau, weil da eine grüne Wiese ist, also im übertragenen Sinn. Und die Grundvoraussetzungen sind ein bisschen einfacher. Aber dann kommt hinzu, gerade beim Ersatzneubau, die gesellschaftliche Verantwortung. Ich komme immer wieder mit dem Argument. Also wenn ich etwas abreiße, habe ich die Verantwortung, mindestens etwas Gleichgutes hinzustellen. Und das schreckt gewisse Leute ab, sagen, die Verantwortung will ich nicht übernehmen. Ich investiere lieber mein Brain, mein Wissen in die vernünftige Instandsetzung einer bestehenden, immer sofern sie gut ist und sofern sie planbar, weiterentwickelbar ist. Das heißt, es gibt kein richtig oder falsch, kein lieber oder weniger lieb, aber es gibt unterschiedliche Interessen bei den Planern. Es gibt die Neubaufetischisten und es gibt die Verantwortungsvollen, die mit den bestehenden Substanz sehr viel machen können. Herr Schmidt, Ihr Votum noch? Ich bin nicht gleicher Meinung, es gibt nur Ersatzneubauten. Und zwar aus folgendem Grund, wenn man etwas Vernünftiges mit Altbauten machen will, dann ist der Mitteleinsatz zu groß.
Es lohnt sich nicht. Wir merken das immer wieder, entweder ersetzen oder minimalste Sanierungen, einfach um das noch herauszuzögern. Aber auch in anderen Städten wie Basel in 10 Jahren werden Sie sehr stark in dieser Ersatzneubautätigkeit drin sein. Wir kommen nicht daran vorbei. Also noch ein letztes Votum aus der Sicht. Ich will gar nicht lange. Wir müssen dann einfach noch über die Ausnutzungsziffern sprechen. Das, was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Aber die Ausnutzungsziffern verhindern das zum Teil, was Sie wollten. Da müsste etwas geschehen. Also ich möchte nicht länger werden. Das gibt dann noch. Könnte es auch sein, dass die Planer unter Umständen das bessere oder ein interessanteres Honorar generieren bei einer Sanierung als bei einem Ersatzneubau? Könnte es sein, dass Sie bei einem Rückbau das bessere Honorar oder ja, ich kann die Frage so weiterleiten. Da bin ich gelassen, ich glaube das nicht. Okay, mehr gibt es da glaube ich nicht zu sagen. Ich möchte das Votum, das Hans-Peter Dumanik, das war ja schon eine Art Schlussvotum für die innere Runde. Wird sich das in diesem Sinne durchsetzen aus Sicht Ihrer Position, Herr Dr. Gross, aus Sicht des Denkmalschutzes? Nein, das glaube ich nicht. Es wird sich nicht hundertprozentig durchsetzen, es wird sich an bestimmten Punkten durchsetzen. Und wenn wir die Rahmenbedingungen richtig stellen, dann wird es sich eben dort durchsetzen, wo auch tatsächlich ein Mehrwert, auch im gesellschaftlichen Sinn, ein qualitativer Mehrwert erreicht werden kann. Die Denkmalpflege definiert jene Teile, die eben sorgfältig entwickelt werden sollen und nicht abgebrochen werden sollen. Herr Arecker? Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass dieses Podium vielleicht ein bisschen zum Denken Anstoß gegeben hat, dass der Ersatzneubau nicht des Teufels ist, sondern dass man da wirklich etwas rausmachen kann, auch vor allem energetisch und vor allem im Hinblick auf die bessere Nutzung des Bodens. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz zentral für unsere Zukunft. Sie sind ja einer, der sich schon lange damit beschäftigt. Sie schweben ein bisschen in einem imaginären Raum. Über uns. Ja, das kann man dem so sagen? Ja, ich bin also sehr gut verwurzelt. Mein ursprünglicher Beruf ist Landwirt, Bauer, also ich fliege nicht davon. Und, die Bauern haben den Vorteil, dass sie eben wissen, dass es Zyklen gibt, oder? Dass man zuerst pflanzen muss, bevor man erntet. Und dass man, wenn man einen Baum pflanzt, dass dann die übernächste Generation den fällt. Oder? Das sind eben wichtige Erkenntnisse und die haben damit zu tun, auch zu ihren Voten, oder? Wir müssen uns jetzt fragen, wie leben wir so in einer Generation und vor allem, wie arbeiten wir und ist das überhaupt noch dann so wie heute? Herr Steinmann hat auf die Technologien hingewiesen, auf smarte Gebäude, aber wir müssen schon die Smart City oder die smarte Schweiz denken, die mit modernsten Technologien arbeiten wird. Oder was wir heute erleben, diese Pendlerrituale am Morgen, oder? Das ist ein Verhalten aus der Frühindustrialisierung, als man noch zu Maschinen ging, oder? Das ist schon total vorbei, oder? Aber ich habe nichts gegen Fabi und so, ich werde auch ja stimmen, aber das ist eine kleine Optimierung, aber die Zukunft wird natürlich uns unabhängig machen, weil wir über Technologien elektronisch arbeiten und weil ganz wichtig ist, dass dort, wo man noch physisch präsent sein muss, dass das im selben Gebäude ist oder im selben Quartier. Also die Vielfalt direkt vor Ort oder die Stadt der kurzen Wege, das ist die Zukunft und die Technologien dazu, die haben wir schon. Und gesellschaftlich spannend sind immer Quartiere, die durchmischt sind mit Kleingewerbe, mit jungen Familien, mit Studenten, mit Senioren. Also diese Mischung muss stimmen und dann investieren wir nachhaltig. Ich möchte mich bedanken für die Runde. Ich hoffe, Sie haben einige Inputs bekommen, die wir dann jetzt noch ein bisschen vertiefen können. Dankeschön den 4 Persönlichkeiten im Zentrum und auch Dankeschön den 5 Herren, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei dieser Art der Diskussion für einmal in der zweiten Reihe zu stehen. Vielen Dank für die Voten und Dankeschön für die angeregte Diskussion. Vielen Dank. Ich möchte damit überleiten. Damit wir einigermaßen in der Zeit bleiben, möchte ich das Fazit, das steht nicht an mir, dieses zu ziehen. Ich darf einen viel kompetenteren Herrn dazu auf die Bühne bitten, und zwar ist es Alec von Grafen, Riet Nationalrat und Leiter Immobilienentwicklung Mittelland bei Losinger Marazzi AG und Vorstand Green Building Schweiz. Ich bitte Sie, Herr von Grafen-Riet, ein Fazit zu ziehen über das, was wir gehört haben. Ja, danke, Herr Salzgeber, sehr geehrte Damen und Herren. Ob ich das schaffe, ein Fazit zu ziehen, weiß ich nicht, aber ich danke jedenfalls schon mal für die Einladung dazu. Ich sitze im Vorstand des Vereins Green Building.
Von dem bin ich auch eingeladen worden. Wenn Sie Green Building kennenlernen wollen, dann werden Sie am Ausgang diese Broschüre erhalten. Sprechen werde ich aber vor allem aus meinem beruflichen und politischen Alltag. Ich werde sagen, was mich beschäftigt, vor allem bezüglich der Raumplanung und vor allem bezüglich der nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Die Raumplanung ist ja in den letzten Jahren Bewegung reingekommen. 45 Jahre nach dem Raumplanungsartikel stehen wir möglicherweise an der Raumplanungswende. Wir haben vorher über die Energiewende gehört. Vielleicht schaffen wir jetzt die Raumentwicklungswende. Das wäre dann das Ziel. Ob wir da hinkommen, das ist eine offene Frage. Meine Agenda, ich werde darlegen, warum aus meiner Sicht die Raumplanung bisher eben gescheitert ist, weshalb wir eine Wende brauchen, wo wir stehen und in welche Richtung vielleicht noch Spielraum besteht, aber wir müssen es gut machen. Die Raumplanung hat versagt. Das sage nicht ich, das sieht jeder, der mit offenen Augen durch die Schweiz, durchs Schweizer Mittelland geht. Raumplanung gibt es in der Schweiz vielleicht seit dem Krieg. Das Raumplanungsgesetz trat erst 1980 in Kraft. Gleichzeitig zur jungen Raumplanung wurden jedoch die Verkehrsinfrastrukturen geplant und erstellt. Durch diese Verkehrsmaßnahmen, das Bevölkerungswachstum und vielleicht auch die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft entstand eine Besiedlung des Mittellandes, die den hehren raumplanerischen Zielen in krasser Form widerspricht. Die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz ist zwischen 1970 und heute von 6,1 Millionen auf 8,1 Millionen gewachsen und es ist davon auszugehen, dass dieses Wachstum in irgendeiner Form auch in den nächsten Jahren noch weitergeht. Über das Wie, darüber kann spekuliert werden, aber der Nachfragedruck, der wird weiter bestehen bleiben. Es ist nicht allein das Bevölkerungswachstum, wir haben auch über die Wohnungsbelegung gehört und den Konsum von Wohnfläche, auch dieser beflügelt natürlich die Bautätigkeit. Die Entwicklung hat unter anderem zu einer massiven Verstädterung des Schweizer Mittellandes geführt, sodass über 70% der schweizerischen Wohnbevölkerung heute in städtischen Agglomerationen leben. Und solche Entwicklungen haben natürlich auch ihre Auswirkungen auf die politischen Entscheidungen in der Schweiz. Die Schweiz im Dichtestress, mit diesem Schlagwort wurde gefühlt rund um 2010 herum das Unbehagen auf einen Nenner gebracht. 25% der Landesfläche in der Schweiz sind Gebirge, 30% sind Wald. Das schweizerische Mittelland gehört damit zu den am dichtesten besiedelten Flächen in Europa mit rund 426 Einwohnern pro Quadratkilometer. Dieser dichte Stress ist natürlich nicht in Zürich oder Basel entstanden, sondern Sie ahnen es im Aargau. Bei dieser dichten Besiedelung erstaunt es nicht, dass sich Widerstand regt. Der dichte Stress als Kampfbegriff wird vor allem in der Diskussion um die Zuwanderung verwendet, aber er hat natürlich auch Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung. Nach wie vor wird in der Schweiz ein Quadratmeter Kulturland pro Sekunde verbaut und der dichte Stress äußert sich in Verkehrszunahme auf Schiene, Straße, der Verstädterung, generell an einem Mangel an Freiräumen. Einer der engagiertesten Kritiker einer zahnlosen Raumplanung ist der Stadtwanderer Benedikt Loderer. Er ruft zur Landesverteidigung auf gegen die Verschwendung der knappen Ressource Boden. Die Neubautätigkeit der Schweiz erfolgt in ungenügender Dichte, unkoordiniert, ineffizient und immer zulasten des Kulturlandes. In den letzten zwei Jahren nun wurde mit der Revision des Raumplanungsgesetzes 2013 eine Trendwende eingeleitet. Es wurde bereits gesagt, die Stimmbevölkerung hat reagiert. Sie hat auch reagiert bereits 2012 mit dem deutlichen Ja zur Weber-Initiative wegen den Zweitwohnungen. Im Kanton Zürich wurde überdies eine Kulturlandinitiative angenommen, welche Fruchtfolgeflächen vor weiteren Einzonungen schützen soll. Im Kanton Bern ist eine solche Initiative in Vorbereitung. Unterstützt wird sie vom Bauernverband, der BDP und den Grünen, also einer breiten, wertkonservativen Allianz. Damit dürfte der Anfang vom Ende der raschen Überbauung des Kulturlandes im schweizerischen Mittelland eingeleitet sein. Es gibt zwar noch
die Bauzonen. Wie man sieht, liegen sie aber nicht an den richtigen Lagen in den dynamischen städtischen Zentren und Agglomerationen mit großer Wohnungsnachfrage und Wohnungsnot. Fehlen die Baulandreserven. Die großen Baulandreserven finden sich an peripheren Lage ohne entsprechende Erschließungsqualität und ohne entsprechende Nachfrage. Neueinzonungen, hier ist das Beispiel meiner Region Bern. Neueinzonungen erfolgen praktisch ausschließlich im Kulturland. Im flachen Mittelland bedeutet das, dass immer wertvolles Ackerland dem Siedlungsdruck weichen muss. Diese Entwicklung ist natürlich unerwünscht. Sie löst eben die politischen Entscheidungen aus. Die Bevölkerung trägt diese Entwicklung heute nicht mehr mit. Wenn es so weitergeht, ist in 380 Jahren das gesamte Landwirtschaftsland der Schweiz verbaut. Umgekehrt weiß jeder, dass das Bauen auf der grünen Wiese immer noch wesentlich einfacher ist als das Weiterbauen im Bestand. Wenn Sie die Alternative haben zwischen Bauen im Grünen oder das Planen einer überbauten Fläche, dann wären Sie blöd, wenn Sie das Grundstück im Bestand wählen würden. Daher gehen die Neueinzonungen auf der grünen Wiese immer weiter. Aber eben dieses Bauen auf der grünen Wiese ist heute politisch unerwünscht, politisch verpönt. Wir bauen auf der grünen Wiese immer weniger dicht als in den städtischen Zentren. Es käme uns nie in den Sinn, in einer zentralen städtischen Lage freistehende Einfamilienhäuser zu planen. Wenn wir unsere Siedlungen also verdichten wollen, wenn es uns ernst ist mit dieser Nachverdichtung, dann dürfen wir nicht ineffiziente, lockere Überbauungen an den Rändern planen, sondern dann müssen wir zurück ins Zentrum mit neuen Überbauungen in den städtischen Agglomerationen. Wenn wir im Bestand bauen wollen, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können bestehende Bauten sanieren oder wir können Areale neu beplanen und transformieren. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Wir können auch, statt die bestehenden Bauten zu sanieren, die Bauten abbrechen und neu bauen, eben den Ersatzneubau planen. Sanierung. Der Königsweg der Siedlungserneuerung heißt gemeinhin Sanierung. Mit einer Sanierung bleiben bestehende Siedlungsstrukturen bestehen. Es können wertvolle Gebäude, Denkmalschutz, für die Zukunft erhalten werden. Wertvolle Bausubstanz kann geschont und Investitionsschutz kann betrieben werden. Das ist alles schön und gut und sicher richtig, solange eben städtebaulich wertvolle Substanz geschont wird. Für Einzelbauten bleibt oft nur die Sanierung. Nun stammen aber viele unserer Strukturen aus den 60er und 70er Jahren. In vielen Fällen werden mit einer Sanierung überholte Strukturen dann vielmehr zementiert. Grundrisse erweisen sich oft als nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr nutzbar für die heutige Zeit, aber auch die Dichte und die Struktur dieser Siedlungen entspricht nicht mehr unseren heutigen Vorstellungen. Wenn in der Gründerzeit noch dichte Stadtquartiere gebaut wurden, erfüllen Siedlungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die heutigen Erwartungen oft nicht mehr. Die raumplanerischen Zielsetzungen können damit nicht erreicht werden. Das gilt eben vor allem für die Agglomerationen, die in jener Zeit markant gewachsen sind. Eine willkommene Form der Siedlungserneuerung stellten in den letzten Jahren die Umnutzungen von Industriearealen dar. Leerstehende riesige Industrieflächen, hier das Sulzer-Areal in Winterthur, erlaubten es, neue urbane Stadtquartiere hochzuziehen, sei es in Oerlikon, Zürich-West, in Winterthur oder im Lausanner Flon. In Basel, Basel ist etwas eine Ausnahme, stehen umfassende Sanierungen, Transformationen noch bevor. Diese Transformationen von Industriebrachen sind wertvolle Neuerfindungen der Stadt und inspirieren unsere Innenstädte mit neuen Bauformen. Sie gelingen oft, da sie eine einfache Eigentümerstruktur haben. Das Potenzial ist aber begrenzt und es ist in den meisten Städten bereits ausgeschöpft. Darum müssen neue, klare Lösungen für die städtische Verdichtung gesucht werden. Das heißt, dass ganze Quartiere oder Quartierteile neu beplant, abgebrochen und dann neu gebaut werden müssen. Aber wie ist so etwas möglich? Möglich ist es bisher eben nur in Ausnahmefällen.
Wohnbaugenossenschaften in Zürich, Sie haben es gehört, Wohnbaugenossenschaften in Zürich haben in den letzten Jahren ganze Siedlungen abgebrochen und durch neue verdichtete Siedlungen nach aktuellen Baustandards ersetzt. Solche Projekte können modellhaft sein. Aber wo liegen die Erfolgsfaktoren dafür? Ersatzneubauten für ganze Siedlungen gelingen nur dort, wo es eine einheitliche oder eine gut steuerbare Eigentümerschaft über einen ganzen Quartierperimeter gibt. Beispiele dafür gibt es nur wenige. Diese sind dafür umso überzeugender. Nur mit umfassenden Sanierungen von ganzen Quartieren und Ersatzneubauten gelingt es, eine substanzielle innere Verdichtung oder Nachverdichtung zu bewirken. Nur mit solchen größeren Projekten gelingt es, den Kulturlandverlust durch neue Einzonungen zu bremsen. Vorher wurde die Frage aufgeworfen, wie groß ist der Anteil an Ersatzneubauten? Sie sehen, das Bauen auf der grünen Wiese, das ist die grüne Säule in der Darstellung, das überwiegt immer noch. Die blaue Säule, das sind Ersatz von Wohnbauten und der kleine graue Teil, das sind Ersatz von Industriebauten. Ersatzneubauten machen nach wie vor einen nur sehr kleinen Teil unserer Bautätigkeit aus. Es bestehen eben markante Wettbewerbsnachteile für Ersatzneubauten. Die Chancen für die innere Verdichtung liegen jedoch dort, wo nötig und sinnvoll ganze Quartiere saniert werden können. Wenn ich die Hindernisse betrachte, die dem Ersatzneubau in den Weg gestellt werden, dann glaube ich nicht an eine markante, spürbare innere Nachverdichtung. Sowohl gegenüber der Entwicklung auf der grünen Wiese als auch gegenüber einfachen Sanierungsmaßnahmen oder auch noch der Variante, überhaupt nichts zu machen, eben die Bauten einfach stehen zu lassen, sind Ersatzneubauten heute benachteiligt. Steuerlich werden Sanierungen bevorzugt. Das Beispiel mit dem Bundestopf, den die Kantone anzapfen könnten, höre ich heute zum ersten Mal. Mir ist kein Kanton bekannt, der von diesem Mittel Gebrauch gemacht hätte. Das Bauen im Bestand ist heute unter allen Aspekten aufwendiger und teurer als das Erstellen von Ersatzneubauten, als das Erstellen von Neubauten. Und der größte Nachteil liegt, das wurde auch gesagt, in den komplexen Eigentumsverhältnissen. Wenn ein Quartier oder ein Quartierteil neu beplant werden soll, haben Sie es oft mit 20, 30 Eigentümern zu tun. Die haben alle ihre eigene Agenda und diese verschiedenen Agenden zu koordinieren, dafür reicht ein Doodle leider meistens nicht. Ich komme zur Zusammenfassung. Die Nachfrage wird weiterhin hoch bleiben. Wir wollen die Entwicklung nach innen lenken. Neueinzonungen werden zwar erschwert, aber die Innenentwicklung wird noch nicht im gleichen Sinne ermöglicht oder gefördert. Das Bauen im Grünen ist immer noch zu einfach und das Bauen im Bestand ist immer noch zu kompliziert. Nun fragen Sie, was ist zu tun? Wenn es uns ernst ist mit der inneren Verdichtung, dann müssen wir neue Instrumententwicklung entwickeln für die Erneuerung unserer städtischen Quartiere. Mit dem heutigen Instrumentarium kann die erforderliche dichtere Strukturierung unserer Siedlungen schlicht nicht erreicht werden. Bei der Raumplanungswende ist es damit genau gleich wie bei der Energiewende. Die Energiewende gelingt nur, wenn es uns gelingt, innerhalb der nötigen Frist die erneuerbaren Energiequellen bereitzustellen. Die Raumplanungswende gelingt uns nur, wenn wir die Erneuerung nach innen lenken können. Damit komme ich zum Schluss. Ich schließe mit einem Hinweis, wenn Sie weiter diskutieren wollen oder wenn Sie Green Building näher kennenlernen wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen um 13 Uhr am Stand der ZZ Vancor. Sie werden auch von Hostessen dorthin geleitet, wenn Sie den Stand nicht selber finden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Merci. Dankeschön, Alec von Grafenwirth. Bitte die inkorrekte Anmoderation Ihres Inhaltes zu entschuldigen. Das ist mein Fehler. Entschuldigung. Also ich möchte jetzt inhaltliches Schlussvotum soll nicht mir vorbehalten sein, sondern Hals Killer, Präsident von Bauen Schweiz, der die letzten Voten uns mit auf den Weg geben wird, bevor ich dann die Information mitgeben kann, wie es mit dem Aperitif und dem sonstigen Programm weitergeht. Bitte schön, Herr Killer. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier noch ein kurzes Resümee zu ziehen. Ich möchte vorab allen herzlich danken, die zum Erfolg dieser heutigen Eröffnungsfeier
beigetragen haben. Vielen Dank, Herrn Dr. Walter Steinmann, für seine interessanten Ausführungen zur Energiestrategie 2050. Vielen Dank an Frau Joëlle Zimmerli für das spannende Impulsreferat. Wir möchten ihr nachher gerne einen Blumenstrauß mit auf den Weg geben. Und hier eine Bemerkung: Die anderen Referenten erhalten ein Präsent nach Hause zugestellt. Ebenfalls herzlichen Dank allen Teilnehmern, die sich an der kontroversen Podiumsdiskussion beteiligt haben, in der Art einer Arena. Mein Schluss daraus ist eigentlich als Resultat: Der Ersatzneubau hat Schub bekommen mit dieser heutigen Veranstaltung und er ist Voraussetzung für eine Verdichtung. Wenn wir die Verdichtung im Siedlungsgebiet wollen, dann braucht es auch den Ersatzneubau. Auch meinem Nationalratskollegen Alec von Graffenried ein herzlicher Dankeschön für sein Fazit und seine Schlussfolgerungen. Ich danke Green Building, welche im Namen unserer Stammgruppe Produktion und Handel die Organisation der heutigen Eröffnungsfeier übernommen hat, für diese gelungene Veranstaltung. Und natürlich gilt ein großes Dankeschön der Swissbau als Gastgeberin des heutigen Anlasses und als Organisatorin dieser tollen, bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Messe der Baubranche. Die vergangenen zwei Stunden haben gezeigt, dass es für unseren Wirtschaftszweig äußerst wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen im Energiebereich richtig gesetzt werden. Dies gilt aber nicht nur für die Energiepolitik, sondern in zahlreichen anderen Dossiers, wie ich eingangs mit Bezug auf zum Beispiel das Kartellgesetz versucht habe darzulegen. Es gilt, Politik und Öffentlichkeit für die eigene Struktur und Funktionsweise unsere Branche zu stärken und zu sensibilisieren, damit auf politischer Ebene die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden. Nur so kann es gelingen, Vorschriften und Vorgaben zu verhindern oder zu korrigieren, welche die Arbeitsweise der Bauwirtschaft ernsthaft beeinträchtigen. Nutzen wir also die Chance, welche eine groß angelegte und erfolgreiche Publikumsmesse, wie die Swissbau sie darstellt, hierzu bietet. Damit komme ich zum Schluss, sehr geschätzte Anwesende, ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Tagen an der Swissbau unzählige interessante und zukunftsgerichtete Lösungen und Produkte präsentiert bekommen werden und die zeigen, dass die Bauwirtschaft ein äußerst leistungsfähiger und innovativer Wirtschaftszweig ist, der es mit rund 10% am BIP verdient, dass man beim Setzen der politischen Rahmenbedingungen Sorge zu ihm trägt. In diesem Sinn wünsche ich den Messebesuchern viel Vergnügen, allen Ausstellern viel Erfolg und den Teilnehmern an der Fokusveranstaltung angeregte, ersprießliche Diskussionen. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit an diesem Anlass. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und darf Sie nachher zum Aperitif einladen. Dankeschön, Herr Hillrich, dass Sie bitten, den Blumenstrauß, Joëlle, zu überreichen und die sonstigen Referenten sind froh, dass es nach Hause geschickt wird, dann müssen wir den Baum nicht transportieren. Ne? Dankeschön. Ich möchte noch kurz auf weitere Veranstaltungen oder auch Informationen hinweisen, wo Sie Informationen holen können zur Messe. Es gibt Event Reports täglich auf swissbau.ch/eventreport. Da sehen Sie den Hinweis, es gibt auch einen Blog, das gehört heute dazu, aktuell kontrovers informativ, da kann ich Ihnen auch die nötigen Informationen mit auf den Weg geben, swissbau.ch/blog und die Swissbau Focus Arena, da sehen Sie auch hier auf diesem Einblender die nötigen Informationen dazu, 16:00 Halle 1.0 Südbildung für die Bauwirtschaft, wer baut die Schweiz von morgen. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und es gibt noch eine organisatorische Mitteilung. Also ich bin darauf hingewiesen worden, dass die hinteren 5 Reihen doch bitte schneller aufstehen sollen, weil da müssen wir die Stühle wegrücken, damit wir das Apero aufbauen können. Und ich glaube, es lohnt sich für ein Apero und einen Stehlunch kurz ein bisschen früher aufzustehen. Sie können sich noch ein bisschen gedulden, damit wir nicht irgendwie ein Riesendurcheinander bekommen mit den ganzen Leuten, die hier links und rechts natürlich auch die Messe besuchen wollen. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Es hat mir Spaß gemacht, in Basel mal etwas nicht Fußballerisches zu moderieren. Ich hoffe, dass ich einigermaßen die Erwartungen erfüllen konnte.
bedanke mich und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und eine schöne Messe. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Merci.